Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freunde. Mein Name ist Harro Kolzorn, ich bin Vorstand vom Gemeinwohlökonomie Bayern e.V. Wir veranstalten hier heute Abend dieses Parteienhearing. Wir freuen uns ganz besonders, dass die Kandidatinnen und Kandidatinnen, die wir eingeladen haben, tatsächlich auch der Einladung gefolgt sind und sich hierher getraut haben. Also eine nicht ganz unwesentliche Partei ist leider heute Abend nicht vertreten. Sie haben ihre Absage mit Personalnot begründet. Seitdem treibt mich die Sorge um, ob die CSU sich nun schon als Splitterpartei versteht. Aber ich möchte vor allen Dingen heute Abend begrüßen zunächst mal Renate Börger, die die Runde moderieren wird. Und ich übergebe auch gleich an dich, Renate, dass du die Kandidatinnen und Kandidaten vorstellst. Ja, ich freue mich, dass ich hier durch den Abend führen kann. Ich glaube auch wirklich, dass jeder was mitnehmen kann, weil Gemeinwohl ist einfach ein tolles Thema. Der Ablauf wird so sein, dass wir am Anfang einen Teil haben, wo jeder 7 Minuten Zeit hat, auf die von der Fokusgruppe vorbereiteten Fragen zu antworten, an dem Bistrotisch in einer Interviewform, sehr lebendig. Und dann werden auch das Publikum später Zeit haben für Anmerkungen und Fragen. Und dann kommt nochmal die Gemeinwohlökonomie zu Wort mit ihren eigenen Antworten. Es wird außerdem auch noch einen Input geben, eine kleine Orientierung von Harro Kolzorn gleich am Anfang, was eigentlich Gemeinwohlökonomie im Rahmen der Gemeinwohlökonomiebewegung bedeutet. Ich finde halt, Gemeinwohl ist wirklich ein toller Leitbegriff, ja seit Platon und Aristoteles begleitet, der uns Aristoteles, der schon gesagt hat, es gibt kein privates Glück, wenn man nicht auch ein geordnetes, gut geordnetes Gemeinwesen hat mit der übergeordneten Idee von Gerechtigkeit in einer wohlgeordneten Polis. Und dieser Begriff hat es dann geschafft in die Bayerische Verfassung. Alle wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Und das war unser einziger SPD-Ministerpräsident Wilhelm Hoegner, der das vor allen Dingen ja hineingebracht hat. Aber auch die CSU, die leider nicht da ist, aber auch ja daran mitgewirkt hat. Ich finde auch, das Gemeinwohl könnte wirklich für alle Parteien, die hier sitzen und auch die CSU, ein wiederbelebter Begriff, vor allen Dingen dann für die neue Art von Wirtschaft, die wir suchen müssen, sein. Ich finde, die FDP könnte sich das durchaus zu eigen machen, wenn sie Liberalismus nicht als Neoliberalismus versteht, denn Liberalismus ist ja nicht automatisch Neoliberalismus. Willkommen, Gabriele Neff für die FDP. Die Freien Wähler könnten durchaus ein fortschrittliches Freiheitsverständnis mit dem Gemeinwohlbegriff verbinden. Willkommen, Michael Piazzolo. Und ja, die Sozialdemokraten, wie gesagt, brauchen nur ihren Kernbestand wiederentdecken und sich an Wilhelm Hoegner erinnern. Und willkommen, Florian von Brunn. Die Linken sind eigentlich ja sowieso nah dran am Begriff des Gemeinwohls mit ihrem Begriff von Gesellschaft, Wirtschaftsdemokratie, um nicht zu sagen Sozialismus, könnte eine Fortentwicklung sein. Es kommt nämlich wenig vor, also zum Beispiel Marxismus eigentlich, glaube ich, gar nicht, Öffentlichkeit, Gemeinwohl. Das sind einfach in der Linken Begriffe, die neu belebt werden könnten. Atesh Gürpinar ist für die Linken da. Die Partei Mut, hier vertreten durch Harald Faust, plakatiert ja immer Humanismut und Solidarmut, also geht es da auch schon mal voran mit dem Gemeinwohl. Die Grünen finden wir, könnten wirtschaftlich ein bisschen mehr mit Gemeinwohl, also das Wort Gemeinwohl wirtschaftlich füllen, darüber werden wir noch reden. Die ÖDP ist natürlich ganz nah an dem Begriff und ja, Gemeinwohl ist sozusagen beheimatet bei der ÖDP. Willkommen Thomas Brotlow und willkommen Katharina Schulze von den Grünen. Und wir kommen jetzt aber erstmal zu Ihnen, weil ich finde, es ist auch immer ganz gut, wenn das Podium dann gleich am Anfang mitkriegt, wer sitzt da eigentlich, mit wem haben wir es zu tun. Und jetzt wollten wir so 7 bis 10 Leuten die Gelegenheit geben, mit einem Satz zu sagen, Gemeinwohl in der Wirtschaft, das wäre für mich. Gemeinwohl in der Wirtschaft heißt für mich, ökonomische Macht zu begrenzen. Ich halte die Einrichtung einer Gemeinwohlwirtschaft für unmöglich, ohne an das Eigentumsrecht heranzugehen und es zu verändern. Ja, ich denke, nur mit einer Gemeinwohlökonomie kommen wir irgendwo auch einmal in die Lage, mit einem endlichen Planeten auch auszukommen. Wenn Gerechtigkeit und Verantwortung wieder eine größere Rolle spielen. Ja, damit
hat jetzt Harro das Wort und gibt uns eine kleine Orientierung, was die Gemeinwohlbewegung überhaupt ist und sagt. Also die Einladung zu unserem heutigen Parteienhearing ging an Parteien, mit denen uns die grundsätzliche Haltung verbindet, dass wir in unserem Handeln und in unserem politischen Handeln beabsichtigen, zum Wohl der Bürger dieses Landes im Rahmen unserer Verfassungswerte beizutragen. Das Hauptaugenmerk wollen wir heute Abend auf die Wirtschaft als den zentralen Bereich gesellschaftlichen Zusammenlebens richten. Unser Wohl aller hängt von einer gedeihlichen Wirtschaft ab. Andererseits stehen viele politische Vorhaben in einem Spannungsfeld zur derzeitigen Wirtschaft. Gute Absichten in Ökologie und sozialer Gerechtigkeit geraten immer wieder in Widerspruch zu angeblichen wirtschaftlichen Sachzwängen, denen dann letztlich der Vorrang gegeben wird. Also keine Wirtschaft fürs Gemeinwohl. Oder doch eine Wirtschaft fürs Gemeinwohl? Wir von der Gemeinwohlökonomiebewegung verstehen unter Gemeinwohlökonomie den Aufbruch zu einer Marktwirtschaft, in der vorrangig das gute Leben für alle steht und nicht wie derzeit die Vermehrung von Geldvermögen. Wir setzen uns für einen klaren Wertewandel ein, hin zu einer ethischen, ökologischen und sozialen Wirtschaft. Dabei belassen wir es nicht beim moralischen Appell, sondern wir machen uns hier und heute auf den Weg. Unsere Gemeinwohlunternehmen, unsere Unternehmen, die sich uns angeschlossen haben, stellen in einem Gemeinwohlbericht dar, in welcher Weise sie mit sozialem und ökologischem Verhalten einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Zusätzlich zur Finanzbilanz erstellen sie eine Gemeinwohlbilanz. Damit können sie am Markt Unterstützung durch Verbraucherinnen, KooperationspartnerInnen und gemeinwohlorientierte GeldgeberInnen erfahren. Darüber hinaus streben wir an, dass diese Unternehmen als Ausgleich für überdurchschnittliche Leistungen zum Gemeinwohl rechtliche Vorteile bei Steuern, Krediten, öffentlichen Aufträgen sowie im internationalen Handel erhalten. Öffentliches Geld, das ist der ganze Bereich von Subventionen, Wirtschaftsförderung. Öffentliches Geld soll nur für Leistungen gezahlt werden, die der Gesellschaft zugutekommen und nicht den Unternehmen allein. So kann ein Anreiz geschaffen werden für gemeinwohlorientiertes Wirtschaften. Also eine Wirtschaft fürs Gemeinwohl. Damit befinden wir dann uns in bester Gesellschaft mit Artikel 151, der hier schon zitiert worden war. Man könnte nun meinen, der Markt regle das schon von allein, die Umsetzung fürs Gemeinwohl, denn mit der unsichtbaren Hand nach Adam Smith sorge er schon für die optimale Bedürfnisbefriedigung aller Menschen. Das ist so das Idealbild, schön wäre es, wenn dem so wäre. Wir stellen jedenfalls fest, der Markt allein sorgt ganz offensichtlich nicht ausreichend für den Schutz unserer Lebensgrundlagen. Der Markt allein schafft kein soziales Gleichgewicht. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Der Markt allein schafft nicht einmal ökonomische Stabilität. Und außerdem entwickelt der Markt sich immer weiter weg von seinem eigentlichen Ideal, dem Austausch unter Freien und Gleichen. Das Machtgefälle zwischen weltweit agierenden Konzernen, getrieben oftmals von ausschließlich profitorientierten Finanzinstituten einerseits und andererseits kleinen und mittelständischen Unternehmen und den VerbraucherInnen,
klafft auch immer weiter auseinander. Also keine Wirtschaft fürs Gemeinwohl oder doch eine Wirtschaft fürs Gemeinwohl, wenn die Politik ihr auf die Sprünge hilft. Darum geht es heute Abend. Was kann die Politik dazu beitragen, dass die Wirtschaft dem Gemeinwohl dient? Wohlbemerkt, die Frage ist nicht, wie die Politik reparieren kann, was die Wirtschaft oftmals an Kollateralschäden verursacht, sondern wie wir die Wirtschaft derart unterstützen können, dass sie ihren verfassungsgemäßen Auftrag erfüllt. Danke an Harro Kolzhorn für die Orientierung. Und das ist jetzt eine gute Starthilfe für unsere Runde, in der wir das uns so gedacht haben, dass einer von der GWÖ-Fokusgruppe jeweils einen der Politiker und Politikerinnen befragt. Den Anfang macht Florian von Brunnen. Florian von Brunnen, SPD, studierte Geschichte und Philosophie, auch Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Er arbeitete unter anderem für die Stiftung Wissenschaft und Politik und die Bundeszentrale für politische Bildung. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Münchner SPD und seit 2013 im Bayerischen Landtag. Sein Schwerpunkt ist Umwelt- und Naturschutz, Verbraucherschutz und aktuell auch der Dieselskandal. Michael Lorenz stellt ihm die Fragen. Sehr geehrter Herr von Brunnen, wir haben es gerade schon gehört, die SPD ist dafür verantwortlich, dass das Gemeinwohl in unserer Verfassung mit aufgenommen wurde. Und so beginnt auch der Wirtschaftsteil Ihres aktuellen Wahlprogramms mit dem Verweis auf Artikel 151 der Bayerischen Verfassung. Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, ganz im Sinne der Gemeinwohlökonomie. Wenn man jetzt Ihr Programm genauer durchliest, dann stellt man fest, das Soziale, für das ja Ihre Partei ganz besonders steht, erscheint aber dann gar nicht so sehr im Wirtschaftsteil als Neugestaltung einer Wirtschaft, die von Anfang an das Allgemeinwohl im Blick hat. Sie versuchen es stattdessen eher mit den klassischen Mitteln der nachträglichen Umverteilung bei der Familienpolitik, bei der Arbeitsmarktpolitik, bei der Bildungspolitik, um im Nachhinein sozusagen soziale Schieflagen wieder abzumildern. Wir von der Gemeinwohlökonomie meinen, dass es besser wäre, von Anfang an den Erfolg des wirtschaftlichen Handelns nicht mehr am finanziellen Gewinn zu bemessen, sondern eben am Gemeinwohl auszurichten. Mit den zwei grundlegenden Maßnahmen: Umstellung der wirtschaftlichen Erfolgsmessung von Finanzgewinn auf Gemeinwohl und dann natürlich auch entsprechend eine rechtliche Bevorzugung, differenzierte Behandlung von Unternehmen je nach ihrer Gemeinwohlökonomiebilanz. Wie möchten Sie als Partei zu dieser Neuaufstellung im sozialen und ökologisch nachhaltigen Sinn der Wirtschaft beitragen? Also Sie haben ja jetzt unser Regierungsprogramm sozusagen gelesen, das natürlich kurzfristig ausgelegt ist. Wir haben ja auch ein Grundsatzprogramm der SPD, das dann, denke ich, nochmal andere langfristige Entwicklungen beinhaltet. Aber was ich sagen muss, wenn ich mich jetzt auf Ihre Ziele beziehe, ist, dass wir, glaube ich, genau dieses Defizit in der Gesellschaft haben, dass wir eigentlich in den letzten Jahren nur kleinteilige Reformen am Kapitalismus durchführen, sage ich jetzt mal so zugespitzt, und dass wir aus den Augen verloren haben, dass wir eine Vision brauchen, wie die Gesellschaft humaner wird, ökologischer und so weiter. Wir haben eine Enquete-Kommission gehabt des Deutschen Bundestags, die sich zum Beispiel mit der Wachstumsfrage beschäftigt hat, die aber keine Auswirkungen gehabt hat auf die Art und Weise, wie wir wirtschaftliche Wertschöpfung berechnen. Also insofern finde ich es richtig, wenn man Konzepte entwickelt, wie man eben auch die ökologischen Folgewirkungen wirtschaftlichen Handelns, aber eben auch andere Bereiche des Sozialen mit einbezieht in unsere Wirtschaftsrechnung, sage ich jetzt mal, zum Beispiel Familienarbeit oder ehrenamtliche Arbeit, die ja auch nicht quasi auf dem Markt entlohnt werden. Wir haben eine Gesellschaft, die sehr stark auf den Markt fokussiert ist und das halte ich für falsch. Wir haben ja festgestellt in den letzten Jahren, wahrscheinlich schon in den letzten Jahrzehnten, dass wir in vielen Bereichen Marktversagen haben, dass der Markt, dass die Marktgesellschaft eben genau diese Probleme nicht regelt. Und wie wollen Sie das als SPD ganz konkret, mit konkreten Maßnahmen, wenn Sie jetzt Regierungsverantwortung hätten, angehen und umsetzen? Also ich habe jetzt keinen so ganzheitlichen Entwurf, wie Sie ihn jetzt in der Gemeinwohlökonomie haben. Wir setzen ja an verschiedenen Stellen an. Also das eine ist eben die Frage, die wir in der SPD leider noch nicht zu Ende diskutiert haben, wie wir mit der ganzen Frage des Wachstums umgehen. Ich als Umweltpolitiker bin davon überzeugt, wir müssen unsere ganze volkswirtschaftliche Rechnung umstellen. Und wir müssen auch Umweltschäden mit berücksichtigen. Das heißt,
letztendlich, wir müssen dazu kommen, dass wir auf qualitatives Wachstum setzen. In anderen Bereichen ist es so, dass wir, denke ich, den Markt versuchen müssen herauszunehmen. Ich glaube, ich sage da in München niemandem was Fremdes, wenn ich sage, das betrifft insbesondere den Bodenmarkt, wo wir viel mehr Einsatz der öffentlichen Hand brauchen, viel mehr Einsatz der Kommunen. Gerade Boden kann ich nur den Marktkräften überlassen sein, wie es im Moment eben vielfach der Fall ist. Sie haben jetzt gerade selber schon das Wirtschaftswachstum angesprochen, das ja so klassischerweise als das Allheilmittel oft verstanden wird. Haben Sie als SPD den Mut dazu, jetzt in Zeiten, wo Sie auch selber ja nach einem Neuaufbruch auch suchen, wirklich Abstand zu nehmen von Wirtschaftswachstum als Allheilmittel? Und das ja zum Teil, wenn Sie das Ökologische, haben Sie selber angesprochen, eher ein Problem verstärker ist als eine Lösung und andere Wege zu gehen? Und wie könnten die aussehen? Ich habe das gerade schon also ich kann nicht für die SPD insgesamt sprechen. Wir haben ja ganz unterschiedliche Köpfe, ganz unterschiedliche Meinungen in der SPD. Was ich durchaus als Problem und als Defizit empfinde, ist, dass wir diese Diskussion nicht intensiv genug geführt haben. Wir haben Menschen, die das gemacht haben. Ich nenne jetzt mal Erhard Eppler, ich nenne Michael Müller, den Vorsitzenden der Naturfreunde. Matthias Mirsch ist jetzt stellvertretender Bundestagsfraktionsvorsitzender. Also die Umweltpolitiker machen das schon lange. Aus meiner Sicht. Aber in den letzten Jahren hatten wir eher wieder eine Rückorientierung auf mehr Marktwirtschaft. Gerhard Schröder ging ganz klar in diese Richtung und ich glaube, die SPD muss jetzt eben das überwinden und muss stärker wieder auch gemeinwohlorientiert oder sozialdemokratischer diskutieren. Können Sie sich auch dann vorstellen, den Schritt so weit zu gehen, wie es die Gemeinwohlökonomie sich vorstellt, dass die Finanzbilanz nicht mehr die entscheidende ist, sondern wir wirklich grundsätzlich unser wirtschaftliches Handeln an ethischen Werten orientieren und dann entsprechend versuchen, die politischen Rahmenbedingungen so zu setzen, dass diese Unternehmen sich dann auch durchsetzen können? Also ich denke, grundsätzlich auf jeden Fall. Die Frage ist, was ist der richtige Weg dorthin? Ist es der richtige Weg, erst neue Strukturen aufzusetzen oder brauchen wir nicht einen gesellschaftlichen Dialog, um die Menschen zu überzeugen? Weil ich glaube, nur wenn man die Überzeugung hat, dass wir anders leben müssen, dass wir anders wirtschaften müssen, funktioniert es auch nachhaltig. Und ich glaube, wir brauchen tatsächlich noch einige Zeit auch wir brauchen definitiv einen Staat, der einen Rahmen setzt, der Regeln setzt, der sagt, diese Gewinne sind in Ordnung, diese Gewinne verwenden wir für Gemeinwohlzwecke. Ich glaube, im Moment wäre das Wichtigste, was wir kurzfristig erreichen müssen, was für mich ein Kern unserer Probleme ist, dass die Finanzmärkte in den letzten Jahren zu viel Macht haben auf die Politik. Und ich glaube, die Regulierung, die Re-Regulierung der Finanzmärkte und das Einführen von ökologischen und sozialen Standards in der Globalisierung, das wäre die erste Aufgabe, die wir angehen müssen. Noch eine kurze Abschlussfrage. Wenn Sie an die Regierung kommen würden, würden Sie dann die Vergabe, die dann in Ihrem Bereich liegt, also Vergabe durch den Bayerischen Staat nach gemeinwohlorientierten Kriterien machen? Ich glaube, das geht nicht so schnell. Aber wir brauchen sehr schnell Kriterien der Vergabe, was faire Handelsbedingungen angeht, was ökologische und soziale Kriterien angeht. Also ich bin jemand, der sagt, fangen wir lieber mit den einzelnen Schritten an und dann gerne zu dem großen Ziel weiter. Ja, danke Florian von Bohn und Michael Lorenz. Als nächstes Gabriele Neff von der FDP. Sie ist gelernte Verwaltungswirtin und seit 16 Jahren im Münchner Stadtrat. Nun also Kandidatin für den Landtag. Sie ist unter anderem aktiv im Bayerischen und Deutschen Städtetag. Sie setzt sich ein für Tierwohl, Artenschutz und Nachhaltigkeit und für eine Wirtschafts- und Finanzpolitik im Sinne von Generationengerechtigkeit und Enkeltauglichkeit. Und das, wie man auf Ihren Plakaten lesen kann, mit Herz, Mut und Verstand. Ihr Gesprächspartner ist Michael Günzel. Guten Abend, Frau Neff. Wir haben heute schon einige Male den Paragraph 151 der Bayerischen Verfassung, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, gehört. Der Paragraph geht tatsächlich noch weiter und im Absatz 2, Satz 3 heißt es, die wirtschaftliche Freiheit des Einzelnen findet ihre Grenze in der Rücksicht auf den Nächsten. Den Satz habe ich im Hinterkopf gehabt, als ich das Wahlprogramm durchgeschaut habe. Und in dem Wahlprogramm habe ich gefunden, eine Forderung der FDP, wo sie sogenannte Freiheitszonen oder sie nennen es sogar Bavarian Valleys fordern
Und in diesen Bavarian Valleys sollen sowohl neue als auch etablierte Unternehmen deregulierte Bau-, Verwaltungs-, Steuer- und arbeitsrechtliche Freiräume haben. Frau Neff, wie passen diese Freiräume, diese Bavarian Valleys, zu den Grenzen, die in der Verfassung genannt werden? Nochmal vielleicht zur Erklärung des Publikums. Es ist praktisch klassischerweise das, was man als Freihandelszone kennt, oder? Nein, guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung. Das ist es eben genau nicht. Und mich wundert es, dass Sie haben, dadurch, dass Sie ein Wort weglassen, im Prinzip den ganzen Sinn geändert. Sie schreiben hier nur von Freiheitszonen. Wir sprechen von digitalisierten Freiheitszonen. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Das sind Versuchsbereiche, wo man Menschen, wo man Firmen, wo man Gründer ansiedelt, wo man in Kooperation mit Universitäten arbeitet. Wir haben so eine, in Garching haben wir so ein Versuchsprojekt bereits, das hat der Freistaat gemacht. Und ich glaube, dass wir für die Zukunft neue Sachen ausprobieren müssen. Und da müssen Sie natürlich auch erstmal einen gewissen Bürokratieabbau haben, damit das dort geforscht werden kann, gearbeitet werden kann. Und das steht hier ganz deutlich drin. Also wir sprechen von regionaler digitaler Freiheitszone für Bayern und wir nennen es Bavarian Valley. Und ja, da geht es halt um Unternehmen mit hohem Veränderungsbedarf. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Schritt in die Zukunft ist, um zukünftig auch tatsächlich Unternehmen, die dort geforscht haben, wo wir dort weiterentwickelt haben, dann irgendwo ansiedeln zu können, wo Gründer entstehen, wo junge Menschen gefördert werden. Das ist der Hintergrund des Ganzen. Aber was ich jetzt noch nicht ganz verstehe, ist, wo sind dann die Grenzen von diesen Bavarian Valleys, von diesen Freiheitszonen, weil Sie sagen ja ganz klar, das ist für neue und etablierte Unternehmen. Und wenn ich jetzt als Arbeitnehmerin dort arbeite, bin ich dann eine Arbeitnehmerin zweiter Klasse. Warum sind Sie Arbeitnehmer zweiter Klasse? Wenn arbeitsrechtliche Freiräume gebraucht werden, dann heißt es für mich, dass Tarifautonomie gefährdet wird, dass sehr viel gefährdet wird. Das ist eine Interpretation Ihrerseits. Es wird natürlich keine Tarifautonomie untergraben. Ja? Es geht halt nur darum, dass man eventuell auch mal am Tag vielleicht länger als 8 Stunden arbeiten muss. Das kommt vielleicht dann mal vor. Ja? Aber da geht es halt um viel mehr. Es geht halt einfach um Entwicklung. Und wir wollen mit Sicherheit, ich halte Tarifautonomie für wichtig, ja? Ich halte es für wichtig, weil der Bürger mitentscheiden kann, der Arbeitnehmer mitentscheiden kann, in seiner Vertretung, eben der Gewerkschaft, wie sich die Tarife gestalten. Und die wollen wir auf keinen Fall untergraben. Dankeschön. Die Gemeinwohlökonomie setzt sich für ein wertebasiertes Wirtschaftssystem ein und legt großen Wert auf die Beachtung der Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, der ökologischen Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitbestimmung. Wie sehen Sie diese Werte im Wahlprogramm der FDP wiedergespiegelt? Also wir gehen jetzt nicht im Einzelnen auf die Punkte ein im Wahlprogramm, das macht keiner. Und es ist wie bei der SPD, dass man Grundsatzprogramme hat. Menschenwürde, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist, die Würde des Menschen ist unantastbar und das gilt für uns ganz genauso. Solidarität, ja natürlich haben wir Solidarität, wir haben Solidarität in den Sozialsystemen und die wollen wir auch nicht aufbrechen, das ist überhaupt keine Frage. Damit ich nichts vergesse, habe ich die Frage hier dabei. Gerechtigkeit, ja Gerechtigkeit, den Begriff muss man definieren und es hat jeder eine andere Definition zum Thema Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, ich sage Bildungsgerechtigkeit, da fangen sie mich eigentlich meiner Ansicht nach an. Es darf nicht vom Geldbeutel abhängig sein, die Bildung. Das heißt, die Menschen müssen, alle Kinder müssen die gleichen Möglichkeiten haben und das ist Gerechtigkeit. Eben, dass es nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt, dass sich Reiche eben dann eine Privatschule leisten können, wo es anders zugeht, sondern wir müssen unser Bildungssystem so ausstatten, dass alle damit gleichgestellt sind und die gleichen Chancen haben. Ökologische Nachhaltigkeit, ja klar, für mich ist es unheimlich wichtig, dass wir darauf achten, dass man intelligent zum Beispiel baut, dass es das nicht, wir haben so gerade so die Diskussionen,
im Stadtrat, was städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen angeht. Wir haben nur eine Erde, die wir unseren Kindern nachlassen. Und wir müssen schauen, dass wir für unsere Kinder und Enkel eine lebenswerte Erde hinterlassen. Und das heißt, den Schutz der Natur, Fauna und Flora, dass wir ökologische Landwirtschaft fördern, dass tatsächlich da nicht Massenbetriebe gefördert werden, sondern dass man tatsächlich noch auf die Ursprünglichkeit zurückgibt. Transparenz. In allen Bereichen ganz, ganz wichtig. Transparenz ist für alle wichtig, in jeder Firma wichtig, dass jeder Arbeitnehmer genau weiß, was Sache ist. Und Mitbestimmung, ja natürlich, Mitbestimmung ist für mich das A und O als freiheitsliebender Mensch. Ich möchte mitreden und darum gestehe ich auch jedem zu, ob das in meinem Unternehmen ist oder in der Schule ist oder in der Universität oder sonst irgendwo, dass er mitreden kann. Eine Frage hätte ich noch, und zwar: Nach welchen Werten sollte Ihrer Meinung nach, FDP-Meinung nach, die Wirtschaft funktionieren? Unabhängig jetzt von den GWÖ-Werten. Also für mich ist der ehrbare Kaufmann noch immer das Aushängeschild. Ja, das ist so. Ich bin selber Unternehmerin und das heißt, das sind Menschen, die mit mir arbeiten. Und das sind für mich Werte. Und die Wertevermittlung fängt auch an. Ich bin manchmal entsetzt über die Werteentwicklung in der Gesellschaft. Und da müssen wir auch wieder ansetzen. Es ist ein Stück weit auch ein Bildungsauftrag, dass Werte vermittelt werden. Und für mich ist es im wirtschaftlichen Bereich unglaublich wichtig. Und ich glaube, gerade die mittelständische Industrie, Familienbetriebe halten sehr viel an Werten fest. In großen Konzernen ist es manchmal etwas schwierig. Aber ich glaube, und darum müssen wir auch auf den Mittelstand setzen, der ja tatsächlich 80% der Arbeitsplätze schafft, dass diese Unternehmen auch weiter gefördert werden. Danke, Gabriele Neff. Atish Gürpina wäre dann als Nächster, befragt von Mike Bärwanger. Atish Gürpina ist studierter Medienwissenschaftler. Er ist Landessprecher der Linken. Er ist mit Eva Bulling-Schröter zusammen Spitzenkandidat für den Landtag. Er wirbt mit dem Spruch "Mehr für die Mehrheit". Er setzt sich unter anderem für kostenlosen öffentlichen Nahverkehr ein und für günstiges Wohnen und Bildung und Gesundheit als nicht privatisiertes öffentliches Gut. Ja, sein Gesprächspartner ist Mike Bärwanger. In Ihrem aktuellen 120-seitigen Wahlprogramm, ja, widmen Sie dem Punkt Wirtschaft aktiv umgestalten gerade einmal 2 Seiten. Dabei wird zwar ein grundlegender Richtungswechsel in der Wirtschaftspolitik angemahnt, der sich aber dann in Forderungen erschöpft, und ich zitiere jetzt hier ein paar: Investitionsprogramme für Bildung, eine Landesarbeitsmarktpolitik, die auf die Vermittlung der schon lange erwerbslosen Menschen zielt, Erhalt und Ausweitung öffentlichen Eigentums, sowie zum Beispiel auch eine Wirtschafts- und Gewerbepolitik, die regionale Kreisläufe unterstützt. Bei all diesen sicherlich ganz wichtigen und zu Recht geforderten Maßnahmen handelt es sich aber lediglich um Nachkorrekturen von Fehlern, die ja aufgetreten sind, weil unser Wirtschaftssystem einzig auf Wachstum und Profit ausgerichtet ist und die dann auch noch von der Politik belohnt werden, speziell diejenigen, die Wachstum und Profit am besten generieren. Meines Erachtens bzw. unseres Erachtens von der Gemeinwohlökonomie fehlen Forderungen und konkrete Handlungsanweisungen, wie eine Wirtschaftspolitik aussehen soll, die gar nicht erst die beklagten Verwerfungen hervorruft. Hat die Linke kein Wirtschaftsmodell anzubieten, das das Übel an der Wurzel packt? Und wenn doch, wie soll das aussehen? Ja, wenn ich jetzt Nein sagen würde, dann wäre es schon rum, gell? Ich verstehe, dass von 120 Seiten 2 Seiten vielleicht zu wenig sind. Ich möchte es ein bisschen umdrehen. Also zum einen bin ich auch nicht unbedingt der Freund der 120 Seiten, das ist immer relativ lang, und ich glaube, selbst unsere Parteimitglieder haben das nicht alle gelesen und auswendig gelernt. Entscheidend ist tatsächlich, und das ist schon grundsätzlich, dass quasi
schon für die linke Politik, man glaubt es kaum, dass Ökonomie die Grundlage ist. Und in allen anderen Kapiteln, Sie können es sich gerne anschauen, ich weiß, dass Sie es eh nicht lesen, deswegen kann ich es jetzt sagen. Nee, Sie können es gerne anschauen, ist natürlich die Ökonomie auch da die Grundlage. So. Und da ist eine Sache entscheidend und die finde ich nicht nur reformerisch, die finde ich schon weitergehend, das ist der Erhalt und Ausbau öffentlichen, also quasi öffentlichen Eigentums und quasi Rückführung in die Öffentlichkeit. Ich meine, wenn ich jetzt linksradikal wäre, ich bin auch ein bisschen linksradikal, dann würde es Enteignung von manchen Sachen bedeuten. Und ich finde, das ist schon sehr, sehr entscheidend, dass man da ansetzt, nicht bei der Enteignung unbedingt in jedem Fall, aber schon bei der Überlegung, was ist öffentliches Gut und was darf privates Gut sein. Und das deklinieren wir schon in unseren, jetzt muss ich lügen, ich glaube 12 oder 13 Kapiteln durch. Und da geht es eben zum einen um Wohnraum, was Florian von Brunn schon gesagt hat, es geht um Gesundheit und Pflege. Und es geht schon um Sachen, wo wir überlegen, wie können wir wie können wir dort ansetzen und mit welchen Mitteln können wir ansetzen? Und das ist eine Sache, die ich sozusagen, also ich glaube, die Ziele von der Gemeinwohlökonomie, die ist sozusagen mit unserem sozialistischen Weltbild durchaus zu vereinbaren. Ich glaube auch, dass, und das habe ich sozusagen vielleicht bei der Gemeinwohlökonomie noch nicht ganz verstanden, weil ich glaube, es gibt natürlich auch Maßnahmen, die wir ansetzen, die sozusagen in der Politik das Ziel haben, quasi Regeln zu schaffen, wonach gewirtschaftet werden soll, das dann durchaus quasi übereinstimmt ist mit der Gemeinwohlökonomie. Wir glauben aber, da unterscheiden wir uns vielleicht, dass, und jetzt geht es auch schon weiter über das Wahlprogramm hinaus, dass sozusagen in diesem System, in diesem kapitalistischen System, gerade die Reichen und die Großunternehmen immer Wege und Mittel haben, um das zu umgehen. Und das allein mit Regeln und kleineren Sanktionen nicht zu schaffen ist. Ein Beispiel, also ich glaube, dass viele wissen, dass Waffenexporte ein Problem sind. So. Und Waffenexporte werden auch reglementiert. Man muss es eben durch den Bundestag bringen. So. Trotzdem verdienen die Leute A, so sehr viel mehr Geld und werden B, auch quasi Exporte außerhalb, also in anderen Ländern immer finden, dass wir da quasi mit reinen, also mit wenigen Regeln nichts anfangen können. Deswegen müssen wir das sozusagen klar reglementieren. Und wir sagen jetzt zum Beispiel Waffenexporte verbieten. Wir glauben auch, dass sozusagen dass eben Teile der Privatökonomie in öffentliches Eigentum überführt werden sollte, zum Beispiel Wohnraum, weil du eben mit Wohnraum in der Form kein Gewinn machen solltest. So. Mit Grund und Boden erst recht nicht. Grund und Boden ist nicht vermehrbar. Da wird es sozusagen unlogisch, dort Gewinn zu erwirtschaften. Und bei Pflege und Gesundheit finde ich es irgendwie immer am eindrücklichsten. Wir haben also bei Pharmakonzernen finde ich es so sehr, sehr klar und eindrücklich. Pharmakonzerne machen Geld, wenn sie mehr Medikamente verkaufen. Ich habe irgendwie den Glauben daran, dass mehr Medikamente verkaufen wahrscheinlich nicht unbedingt dem Gemeinwohl dient. So. Und deswegen müssen eben solche Unternehmen und der gesamte Gesundheits- und Pflegebereich darf nicht in privater Hand sein, weil es eben weil eben dort der Wachstum nicht sinnvoll ist. Jetzt gibt es sozusagen kleine Maßnahmen, kleine Schritte und es gibt größere. Ich mache es an zwei Beispielen. Wohnraum. Wohnraum hat die SPD vor kurzem in manchen Teilen, finde ich, gar nicht so ein schlechtes Programm auf Bundesebene vorgelegt. Und trotzdem gibt es Ausnahmen. Und die Ausnahmen, die eine Idee ist quasi eine Mietpreisdeckelung. Mietpreise dürfen nur noch mit der Inflation steigen, mit einer Ausnahme. Und das ist die Modernisierungsumlage. Wenn ich die Modernisierungsumlage aber also nicht quasi als Teil dessen ansehe. Das heißt sozusagen, ich modernisiere eine Wohnung und dann kann ich die Miete doch steigern. Das klingt erstmal irgendwie nachvollziehbar, wenn der Vermieter was modernisiert, dann muss er das ja auch teurer machen können, hat aber zur Folge, dass gerade in München natürlich Hunderte und Tausende von Mietern rausgedrängt werden, weil irgendwo ein Fahrstuhl reingebaut wird, den keiner braucht, damit wird die Miete teurer, damit kannst du aus der Wohnung rausnehmen. So. Deswegen musst du sowas mit reinnehmen. Pflege und Gesundheit als ein anderes Beispiel. Wir haben mit anderen Parteien Pflegevolksbegehren in Gang gesetzt. Und jetzt komme ich sozusagen zu dem großen Ganzen, also quasi Kapitalismus überwinden. Und wir fangen aber sanft an. Jetzt ist schon fertig. Immer wenn ich rede, dann geht es so schnell rum. Wir haben, ich komme zum Schluss, bei diesem Pflegevolksbegehren ist das beste Beispiel. Wir können ein paar Regeln schaffen, eben einen Schlüssel einführen, damit auch die privaten Krankenhäuser, also ein Schlüssel heißt, dass mehr Pflegerinnen und Pfleger auf die Kranken kommt. Wir können damit einen Schlüssel schaffen, damit auch die Privaten sich dran halten müssen. Trotzdem werden auch da die Privaten alle Wege nutzen, um noch Profit zu machen in ihren Krankenhäusern. Aber ich will nicht, dass mit Gesundheit und Pflege Profit gemacht wird, weil du kannst damit keinen Profit machen. Deswegen müssen wir natürlich weitere Maßnahmen treffen, aber sowas ist sozusagen in so einem Programm
Wahlprogramm der erste Schritt. Gut, Herr Göppner, jetzt hätte ich natürlich noch ein paar Nachfragen gehabt, aber ich glaube, die Zeit ist um. Sie haben sehr ausführlich geantwortet. Trotzdem eine Kleinigkeit noch. Sie verwenden die Linke verwendet im Parteiprogramm den Begriff Gemeinwohl eher als Gemeineigentum. Dabei geht es ja nicht nur darum, dass jetzt Grundversorgung wieder zurückgeholt werden in den Staat, sondern die Frage geht ja auch, wie könnte der Staat regulierend eingreifen auf die private Wirtschaft? Einen halben Satz dazu. Das mache ich immer absichtlich. Ich rede so lange, damit man keine schwierigen Nachfragen stellen kann. Nee, Spaß beiseite. Also ich glaube, sozusagen der Schritt zu viel. Weil wenn wir sagen, wir wollen eine Wirtschaft, die dem Gemeinwohl dient, dann werden wir demokratisch entscheiden müssen, was dem Gemeinwohl dient. Und dann können wir auch gleich ein bisschen direkter sein und können sagen, na gut, wir entscheiden eben in der Wirtschaft, weil quasi der Wirtschaft Teil unseres demokratischen Systems ist und wir direkt in der Wirtschaft mitentscheiden können. Was sind denn die Maßnahmen, die eben unsere dem Gemeintum gehörenden Unternehmen treffen sollen, eben in Genossenschaften und so weiter und so fort. Da können wir direkt mitentscheiden und müssen nicht über Umwege gehen und welche Regeln schaffen, die dann quasi die Unternehmen beeinflussen. 2,5 Sätze. Das ging doch noch. Danke, Herr Köpener. Danke, Atish Göpina. Dann bitten wir jetzt Katharina Schulze an den Tisch mit Andrea Behm. Katharina Schulze arbeitete nach ihrem Studium von Psychologie und Politikwissenschaft als interkulturelle Trainerin, wurde, jetzt überspringe ich die lange Phase der Jugend, also bei den Grünen, grüne Vorsitzende der grünen Jugend und so weiter. 2010 wurde sie Vorsitzende der Grünen in München und setzte gegen das Votum von Claudia Roth den Kampf der Grünen für den Bürgerentscheid Nolympia durch, der ja dann auch sehr erfolgreich war, und ist seit 2011 Sprecherin vom Bündnis München gegen die dritte Startbahn, war auch ein erfolgreicher Bürgerentscheid. Ihre Schwerpunkte sind außerdem eine Transparenzgesellschaft, mehr Bürgermitbestimmung und Digitalisierung. Und ihre Gesprächspartnerin ist Andrea Behm. Liebe Katharina Schulze, in Ihrem Wahlprogramm finden sich viele Stichworte, die dem Gedanken der Gemeinwohlökonomie ziemlich nahe kommen. Ich habe sie jetzt mal aufgelistet. Wir waren ganz fleißig und haben eine beflissene Analyse betrieben. Und da ist dann zu hören und zu lesen von Gemeinwohlorientierung, Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe. Sie wollen ein Landesvergabegesetz schaffen, wo also Einkäufe mehr an sozial-ökologischen Gesichtspunkten bei der öffentlichen Verwaltung einfließen. Sie wollen die ökologische Landwirtschaft selbstverständlich fördern, den Flächenfraß begrenzen, den ÖPNV ausbauen natürlich und ein Ende der fossilen Energien und den Ausbau der Regeneration. Energien voranstoßen. Also alles wunderbar und erfreulich. Allerdings, jetzt kommt die zweite Dear-Slide hier, außerdem wollen Sie aber auch zum Beispiel moderne, abgasfreie Autos, okay, neue Arbeitsplätze, klingt auch noch gut, wirtschaftliche Dynamik, Technologieführerschaft und das Verknüpfen von ökonomischem und ökologischem Fortschritt. Sind wir eher skeptisch. Das klingt nach ein bisschen Green- und Ethic-Washing, auch nach CSU-Wirtschaftspolitik von Laptop und Lederhose und der Vorstellung, dass die bayerische Wirtschaft weiterhin boomt, ja? Nur eben etwas ökologischer als bisher. Nun ist Ihnen ja sicher bekannt, dass auch grünes Wachstum knappe Ressourcen verbraucht und CO2 erzeugt. Vor diesem Hintergrund jetzt die Gretchenfrage, wie halten es die Grünen mit dem Wirtschaftswachstum oder müsste man nicht aus der Logik des immer mehr irgendwann mal aussteigen? Also darf ich nicht selber halten? Okay, gut. Den Politikerinnen gebe ich mal lieber nicht das Mikrofon. Alles klar. Also erstmal freue ich mich sehr über die Einladung, weil wie Sie ja schon richtig formuliert haben, teilen wir Grüne ja die ganzen Werte, die auch die Gemeinwohlökonomie teilt. Und wir als Bündnis 90 Die Grünen uns gegründet haben mit dem wichtigen Slogan, wir haben die Erde von den Kindern nur geborgt, da gab es dieses gute Buch von Herrn Felber noch gar nicht. Aber wir haben schon in uns getragen, weil wir genau wissen, wenn wir möchten, dass auch nachfolgende Generationen hier noch gut leben können, müssen wir alles daran setzen, im sozialen Bereich, im ökologischen Bereich und natürlich auch im demokratietheoretischen Bereich, dass wir eine Gesellschaft so formen, dass es nicht nur uns gut geht, sondern auch denen, die sozusagen nach uns kommen. Und deswegen sind wir Grüne klar in unserem Wahlprogramm. Wir wollen ein immer besser und nicht ein immer mehr. Und da finde ich es jetzt auch ehrlich gesagt
gebe ich mal kurz Feedback zurück. Es ist auch ein bisschen jetzt polemisch jetzt zu sagen, so, wir würden hier irgendwas grün anstreichen und anmalen, weil wenn man mal ganz genau sich anguckt, welche Parteien denn in den letzten Jahren und Jahrzehnten genau die Themen, die die Gemeinwohlökonomie als wichtig erachtet, auch auf die Tagesordnung gesetzt hat, sorry, dann waren es wir Grüne. Wenn wir anfangen bei dem Thema Ausstieg aus der Atomkraft, ja, wenn es nicht der große Widerstand von den Grünen und aus der Zivilgesellschaft gekommen wäre, wären wir da bis heute nicht. Wir sind die, die 100% erneuerbare Energien wirklich jedem ständig um die Ohren hauen, sodass es der CSUler schon nicht mehr hören kann. Heute erst wieder eine Regierungserklärung, oh, mit Windkraft, Schulze, hör auf damit. Ja, aber wir müssen das so formulieren, weil wir das ganz, ganz dringend brauchen. Und deswegen glaube ich, also genau, aber abgesehen davon sind wir Grüne halt dann auch in der Hinsicht so realistisch, dass in der Theorie klingt alles immer super easy, aber es gibt halt gesellschaftliche Realitäten. Und bisher hatten wir das jetzt noch nicht so, dass wir ein Bundesland mit der absoluten Mehrheit regieren konnten. Ich glaube auch, dass absolute Mehrheiten in der Demokratie nicht so zielführend sind. Das heißt, Demokratie ist immer Kompromiss. Du musst dich immer auseinanderhandeln, du musst es immer voranbringen. Und was wir zum Beispiel in Bayern schon gemacht haben, auf im Landtag, dass wir so regionalen Wohlfahrtsindex ausrechnen haben lassen, weil wir gesagt haben, wir können ja nicht immer nur das BIP als Gradmesser von allem nehmen. Und unsere grüne Stadtratsfraktion, da ist Sabine Krieger, unsere Stadträtin da, die hat jetzt erst 2 Anträge in Stadtrat eingebracht, einmal zum Hearing zum Thema Gemeinwohlökonomie und das andere, dass man mal so ein Pilotprojekt für ein städtisches Unternehmen macht, dass sie genau das mal zertifizieren, so wie wir es uns vorstellen. Und das finde ich jetzt eher alles sehr, sehr positiv und zeigt, dass wir pragmatisch die Welt retten. Wir wissen, dass wir es nicht von heute auf morgen alles umgesetzt bekommen, was Sie sich auch alles wünschen, aber wir haben genau die Richtung und genau das gleiche Ziel und machen eben ein Schrittchen nach dem anderen. Und irgendwann haben wir es geschafft. Okay, genau. Okay. Klingt ja schon sehr ermutigend und Sie haben die Realpolitik angesprochen und wir möchten Sie eben nicht nur an Ihrem Programm messen, sondern auch an der politischen Wirklichkeit. Und da gibt es ja eine erste Landesregierung im Nachbarländle mit einem grünen Ministerpräsidenten und beim Abgasskandal hat sich die baden-württembergische Landesregierung ja sehr bedeckt gehalten. Von Herrn Kretschmann gibt es das Zitat und ich will Sie jetzt einfach mit Ihrem Kollegen konfrontieren, er ist Parteikollege, Zitat, der Wirtschaft Zeit zur Anpassung geben, sie nicht zu strangulieren, sondern zu stimulieren. Ebenso hält sich Stuttgarts Bürgermeister Fritz Kuhn, auch ihrer Partei, mit Fahrverboten für Stuttgart zurück. Man hat da den Eindruck, dass da sehr wirtschaftsfreundlich zulasten der Verbraucher und Verbraucherinnen mit Angst vor wirtschaftlichen Nachteilen, Abwanderung, Arbeitsplätze etc. agiert wird. Jetzt mal eine ganz konkrete Frage, wie würden Sie da in München diese Frage der Fahrverbote halten? Also das kann ich zum Glück sehr, sehr einfach beantworten, weil die Grünen, die grüne Stadtratsfraktion und die grüne Partei in München schon seit Jahren dafür kämpft und arbeitet, dass wir endlich diesen ÖPNV ausbauen, dass wir mehr in Radverkehrswege investieren, weil darum geht es doch. Ich meine, dieses Thema der Feinstaubbelastung ist ja nicht erst seit heute bekannt, es ist seit 2010 bekannt. Und wer macht nichts? Das macht sowohl die Regierung im Bund, die Regierung im Land und im Moment die GroKo in München. Und das ist doch das Problem, ja? Und da sind wir Grüne total klar. Wenn wir das alleine hätten entscheiden können, hätten wir schon viel mehr Radelinfrastruktur, hätten wir den ganzen ÖPNV ausgebaut, einen Nordring, einen Südring, die mehr Tramverbindungen, mehr Busverbindungen. Und das muss doch das Ziel sein. Saubere Luft für die Menschen, einfache und bequeme Mobilität, sozusagen den Platz in der Stadt wieder zurückzuerobern. Und dafür brauchst du aber politische Mehrheiten. Und solange die Regierung so ist, wie die Regierung ist, haben wir halt da Leute an der Regierung, die halt das nicht als oberstes Ziel erachten. Also gilt es auch bei der nächsten Kommunalwahl für andere Mehrheiten zu sorgen. Okay, vielen Dank. Keine weiteren Nachfragen. Es war klar und eindeutig. Danke, Katharina Schulze. Ja, danke, Katharina Schulze. Und Andrea bleibt deswegen gleich stehen, Andrea Behm, weil sie nämlich auch die Frage für die CSU vorbereitet hatte. Und wir haben diesen leeren Stuhl dort stehen gelassen und wir wollen auch die Frage jedenfalls gestellt wissen. Und dann können wir ja statt einer Antwort eine Schweigesekunde einlegen. Oder keine Antwort ist auch eine Antwort, ja. Oder es kommen dann die Antworten aus dem Publikum. Genau, also an den leeren Stuhl einfach erstmal eine Folie mit dem Hinweis oder mit der Information, dass die Ursachen vorzeitiger Todesfälle jetzt auf Europa gerechnet nicht so sehr im Bereich der Terroropfer liegen, also im Bereich der Sicherheit, sondern im Klimawandel heute mit ungefähr 3000 Todesopfer im Jahr in Europa.
Europa oder im Feinstaub, im Verkehr mit ungefähr 10.000 europäischen Todesopfern und wenn man das weiter fortdenkt, bis 2041 152.000 Todesopfer in Europa durch den Klimawandel. Man kann es ja gar nicht mehr Klimawandel, sondern Klimakatastrophe nennen. Meine Frage an die CSU, und das war eigentlich recht einfach, ich habe mich durch ein 37-seitiges, kurzes Parteiprogramm gelesen und bei ungefähr 10 Seiten nur das Konterfei von Markus Söder gesehen. Also es war eine recht beschwingliche, leichte Lektüre. Und die anderen 27 Seiten habe ich dann auch genau analysiert. Und von insgesamt 10 Wahlkampfthemen, die ich da gefunden habe, behandelt das Wahlprogramm der CSU die Wirtschaft gleich auf Platz 4. Nach den Themen Sicherheit, klar, Digitalisierung und Forschung und sie macht dazu 5 Vorschläge, die sehen Sie hier auf der Folie erstmal oder mehrere Vorschläge. Sie will eine Tourismusoffensive starten, sie will 100.000 zusätzliche Fachkräfte qualifizieren, es bleibt offen in welchem Bereich. Die will ein Gründerzentrum, ein digitales Gründerzentrum einrichten, sie will bei jedem Handwerkskammerbezirk ein Demonstrationszentrum begründen. Ich vermute mal, dass man da nicht das Demonstrieren lernt, sondern dass die Handwerker und Handwerkerinnen da vermutlich ihre Produkte ausstellen. Sie wollen eine neue Wirtschaftsagentur einrichten zur Ansiedelung von Unternehmen und 56 Millionen Euro in die Hand nehmen für Unternehmensansiedelung im ländlichen Raum. Und ausdrücklich steht auch im Wahlprogramm, dass es keine Verbote gegen den Flächenfraß geben soll. Jetzt war eigentlich meine Frage dann eben natürlich, Sie wissen, das ist allzeit bekannt, der Inhalt des Volksbegehren, das gelaufen ist, dass wir hier einen durchschnittlichen Flächenverbrauch in Bayern von 13,1 Hektar pro Tag haben, das ist im Jahr ungefähr ein Ammersee und eigentlich nach der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, das wiederum die Umsetzung der UN-Agenda 2030 ist, dürften wir nur 5 Hektar pro Tag verbrauchen. Und wir wissen, dass für die Ansiedelung von Unternehmen im ländlichen Raum neue Gewerbeflächen ausgeschrieben werden müssen. Und jetzt wäre meine Frage an die CSU-Vertretung gewesen, ob Bayern die Ziele dieser Agenda einhalten will. Und wenn ja, dann müsste sie doch drastisch den Flächenverbrauch reduzieren, gerade weil im Wahlprogramm eigentlich auch noch, Zitat, sie wollen da mehr für die Gesundheit tun und sie wollen, Zitat, die Schöpfung bewahren. Wie ginge das zusammen? Das können wir jetzt leider nicht beantworten, aber eine Nichtbeantwortung ist vielleicht auch eine Antwort. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu Harald Faust und dieser Neugründung der Partei Mut ist gegründet worden von Stefan Lessenich, dem Soziologieprofessor, und der die Professur relativ jung auch hat, erst ein paar Jahre in München, und Claudia Stamm, der Tochter von Barbara Stamm. Und der Ausgangspunkt war dieses Buch von Stefan Lessenich, Die Externalisierungsgesellschaft, wo er sehr deutlich macht, dass unsere Art des Wirtschaftens auf Kosten anderer woanders geschieht und dass wir uns was vormachen, wenn wir hier unseren wirtschaftlichen Erfolg rühmen und uns immer nicht Rechenschaft darüber ablegen, was alles in diesen Lieferketten an Ausbeutung, an Blut, an Diktatur, an schlimmsten Lebensverhältnissen in Kauf genommen wird, bis es in unseren Regalen landet und wir hier eine ganz schöne Landespolitik machen können vielleicht, aber doch diese brutale Globalisierung nicht aus dem Auge verlieren sollten, wenn wir ehrlich sind. Und die Partei Mut hat deswegen außerdem noch diese Flüchtlingskrise zum Anlass genommen, zu sagen, wenn wir wirklich Flüchtlingskrisen beheben wollen, müssen wir an die Ursachen. Und das ist eben die wesentliche Ursache. Harald Faust ist also auch da wachgerufen worden von der Partei. Er ist Politikneuling, er ist eigentlich Informatiker, hat dann aber eine Kaffeerösterei aufgebaut mit Fairtrade-Leidenschaft von der Bohne bis zur Tasse. Und er hat also zum Beispiel für viele 100 Familien in Indonesien, Nicaragua, so gute Arbeitsbedingungen geschaffen, dass die also ihr Land nicht mehr brandroden müssen für die Palmölindustrie. Er steht also sozusagen für das Prinzip des Weltgemeinwohls in der Lieferkette. Nachhaltiges globales Wirtschaften ist für ihn der Schlüssel für eine gerechte Welt. Sein Gesprächspartner ist Michael Lorenz. Im Landtagswahlprogramm von Mut steht: Es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist jetzt die Zeit endlich zum Handeln. Für den Erhalt unseres Planeten,
gegen Ungerechtigkeit, für Menschenrechte. Darum braucht es Mut zu radikalen Veränderungen. Nun ist der mächtigste Interessent und der Profiteur eines weiter so wie bisher die Wirtschaft und die Finanzwirtschaft. Deswegen an der Wirtschaftsordnung vorbei gibt es nicht diese radikalen Veränderungen, die Sie wollen. Deswegen heißt es in Ihrem Programm auch wörtlich, die Politik ist gefordert, die strukturellen Rahmenbedingungen für andere Formen des Wirtschaftens herzustellen. Wie sieht das konkret aus, eine nach den Vorstellungen von Mut neu aufgestellte Wirtschaft? Ich denke, Veränderungen kann es nur dann geben, wenn wir alle verstehen, dass der Klimawandel, dass die Vermüllung der Weltmeere, dass das Wirtschaften auf Kosten anderer, die Nichtwahrung von Menschenrechten, dass das uns alle bedroht, auch in Bayern. Und deshalb kann ein neues Wirtschaften nur funktionieren, indem wir alle mitnehmen, indem wir eine Wirtschaft schaffen, von der alle profitieren und die Umweltbedingungen so weit wie möglich geschont werden. Ich möchte jetzt einfach mal drei Beispiele rausnehmen. Dezentrales und nachhaltiges Wirtschaften. Wir haben oft die Situation, dass viele der Produktkosten, die zum Beispiel entstehen durch Umweltschäden, die beim Transport, bei der Abfallbeseitigung etc., die dort entstehen, dass diese gar nicht in den Produktpreis mit eingerechnet werden, sondern durch die Allgemeinheit getragen werden. Das ist das, was man als Externalisierung bezeichnet. Ich habe dann ein einfaches Beispiel selbst erlebt diesen Sommer, wenn im Supermarkt ein Pfund spanischer Bio-Zucchini im Kunststoffblister 79 Cent kostet und in einem anderen Supermarkt die gleiche Ware aus deutscher Herkunft 1,99, dann haben wir irgendwo ein Missverhältnis. Und dieses Missverhältnis entsteht dadurch, dass bei den Transportkosten etc. keine saubere Rechnung stattfinden. Und diese saubere Rechnung kann nur stattfinden, indem wir dem Erzeuger, dem Verkäufer eines Produkts auch eben diese externalen Kosten auflasten. Das zweite ist gemeinschaftliches, genossenschaftliches Wirtschaften. Nur so kann eigentlich globaler Handel richtig funktionieren. Wir haben da nur ein kleines Missverhältnis, das wir irgendwo beheben müssen. Das kenne ich aus meiner Zeit, wie ich mit Kaffee auch gehandelt habe. Wir haben die Situation, dass wir auf der einen Seite kleine Erzeuger haben und gerade diese kleinen Strukturen wollen wir ja fördern und dass auf der anderen Seite Großkonzerne als Nachfrager dastehen. Und dieses Missverhältnis führt dazu, dass die Beteiligten gar nicht auf Augenhöhe handeln können. Und um das zu umgehen, braucht es eben Formen von genossenschaftlichen Strukturen, muss nicht immer zwingend im Herkunftsland sein, aber da kann es auch funktionieren. Als Beispiel, wo es relativ gut funktioniert, finde ich es wie mit der GEPA hier in Deutschland, die dafür sorgt, dass die Produkte auch entsprechend unter guten Bedingungen angebaut werden und vertrieben werden können. Das dritte für mich ist das Thema Verbraucherinnenschutz durch Klartext. Wir schaffen immer wieder neue Siegel, neue Labels. Diese Labels suggerieren ein sozialeres, ein ökologischeres Produkt. Das ist aber eigentlich Schwachsinn. Wir sprechen von konventioneller Landwirtschaft. Aber eigentlich ist Konvention ja eine gesellschaftliche Norm. Und die gesellschaftliche Norm sollte sein, dass wir bio und regional produzieren und sollte nicht sein, dass wir die Umwelt vergiften, die Produkte ewig weit herkarren und teilweise eben auch schlechte Sozialstandards haben. Deshalb ist unsere Vorstellung, dass wir sagen, ein regionales Produkt ist der Standard, das ist die Konvention und alles, was davon abweicht, wie zum Beispiel Einsatz von Pestiziden, unnötige Transportwege, schlechte Sozialstandards, dass das entsprechend gekennzeichnet werden muss, um damit einen Paradigmenwechsel zu erzeugen und damit dafür durch diese Transparenz und durch dieses Ende der Externalisierung eine bessere Wirtschaft zu ermöglichen. Eine interessante Frage ist ja auch, wenn man wirklich die Wirtschaft radikal ändern will, ist es ja auch eine Frage von Macht. Also die Finanzwirtschaft und die Wirtschaft überhaupt ist sehr mächtig und dann eben auch eine Frage von demokratischer Legitimität. Eine interessante Forderung habe ich bei Ihnen gefunden. Sie fordern ein Bürgerinnenparlament und Sie stellen sich das so vor, dass das durch das urdemokratische Losverfahren gebildet wird und auch ein Schlüssel nach Alter, Geschlecht und Einkommen soll dafür sorgen, dass das dann auch wirklich repräsentativ ist. Jetzt steht aber leider nicht genau drin, was diese Aufgabe dieses Bürgerparlaments sein soll. Kann man das sich so ähnlich vorstellen, wie Christian Felber Konvente sich vorstellt, dass man über neue Formen des Wirtschaftens zum Beispiel auch diskutiert und wirklich Grundsatzfragen, die unsere Zukunft angehen, dort entschieden werden können, vorbereitet werden können?
Das Thema ist bei uns entstanden, weil wir halt feststellen, und ich glaube, das geht jedem so, dass wir eine sehr starke Politikverdrossenheit haben. Das spiegelt sich wieder in niedrigen Wahlbeteiligungen, das spiegelt sich wieder in der Wahl populistischer extremer Parteien, nicht nur bei uns, auch in anderen Ländern. Wenn ich mir jetzt die Regierung in Italien anschaue, das ist ja richtig, richtig gruselig. Und wie kann man dieser Politikverdrossenheit begegnen? Für mich so das Dramatische der letzten Monate war die Situation, wo im Bayerischen Landtag die CSU-Abgeordneten einem Masterplan von Horst Seehofer zustimmen sollten, den sie noch nicht mehr kennen. Man kann nicht mehr tun, um Politikverdrossenheit zu schaffen. Das ist fast schon irre. Und die übliche Diskussion, wenn es um Politikverdrossenheit geht, ist, dass wir über Bürgerentscheide nachdenken. Bürgerentscheide sind gut und richtig, aber bei komplexen Themen manchmal nicht zielführend. Wenn man sich das Brexit-Referendum anguckt, dann hat da eigentlich die Partei die meisten Stimmen bekommen, die am meisten Marketingbudget hatte, um für ihre Positionen zu werben. Das heißt, wir brauchen noch eine andere Form der Bürgerbeteiligung. Und da ist eben ein zweites Parlament, wo ein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung mitarbeitet, mitdiskutiert, das in die Lage versetzt, A, eine Rückkopplung zu geben in Richtung der Politik, was ist die Erwartung der Bevölkerung, B, die aber auch ein Mitgestaltungsrecht bei den in der politischen Willensbildung, in der Gesetzgebung hat, um eben eine größere Akzeptanz auch für politische Entscheidungen in der Bevölkerung zu schaffen. Eine kurze Nachfrage mit Bitte um kurze Antwort. Also es geht nicht nur darum, dass die Bürger mitgenommen werden, sondern dieses Parlament soll auch wirklich Entscheidungsbefugnisse haben. Zumindest Mitentscheidungsbefugnisse und auch Themen zurückgeben können, damit dort weiter das Thema weiter behandelt wird. Ja, danke. Das waren zwei neue Ideen, die wir auch vielleicht nochmal vertiefen können. Erstens, konventionell sollte Fairtrade sein. Und alles andere sollte gekennzeichnet werden, aber das ist doch mal eine Umkehrung der Begriffe, sehr sinnvoll. Und ein Bürgerparlament könnte zum Beispiel dann die Brücke zu dem sein, was auch Arthur Göppiner ansprach, Gemeindeeigentum oder Gemeineigentum. Oder wenn man wieder mehr in öffentliches Eigentum zurückführt, braucht man dafür ja auch Gremien, wo diese Entscheidungen getroffen werden über die Wege, wo es hingehen soll. Da wäre dann ein Bürgerparlament auch ein interessantes Instrumentarium. Also danke schon mal für neue Anregungen aus einer neuen Partei. Und jetzt darf ich Michael Piazzolo bitten an den Bistrotisch von den Freien Wählern. Er ist auch studierter Politikwissenschaftler und Erwachsenenpädagoge. Er hat einen Lehrstuhl, eine Professur an der Universität München. Er ist für die Freien Wähler im Landtag seit 2008. Er ist hochschulpolitischer Sprecher der Freien Wähler. Er ist sehr engagiert in Sachen Europapolitik und übrigens ja auch gegen CETA, hat er auf der Bühne der Demonstranten gestanden. Und ein Buch von ihm trägt den Titel Solidarität, Deutungen zu einem Leitprinzip der EU. Und das Gespräch führt Rolf Bargon. Ja, wir haben jetzt hier schon viel gehört über Grünes und über Soziales. Jetzt greifen wir es nochmal auf in Ihrer Partei. Sie haben besonders geschrieben, das wollen wir erreichen im Wahlprogramm und haben dann Forderungen aufgestellt. Darin formulieren Sie zum Beispiel auch aus unserer Sicht sehr lobenswerte Ziele, zum Beispiel, also es waren fast die Ziele, die bei den Grünen damals hier dran standen, zum Beispiel mehr Biolandwirtschaft, keine Gentechnik, Ausstieg aus fossilen Energieträgern, kein CETA, wie eben schon erwähnt, Verstärkung des öffentlichen Nahverkehrs, weniger Flächenverbrauch. Sie wollen sogar ein bayerisches Radverkehrsnetz schaffen. Große Betonung legen Sie auf der anderen Seite auch auf die Wettbewerbsfähigkeit, weil besonders die bayerische Wettbewerbsfähigkeit. Da zitiere ich jetzt, als Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft setzen wir Freien Wähler auf den Wettbewerb, auf die Tarifautonomie und das Leistungsprinzip. Der Schutz des Eigentums und die unternehmerische Entscheidungsfreiheit genießen für uns einen hohen Stellenwert. Sie wollen die Abschaffung von überbordenden ordnungspolitischen Vorgaben und ausufernden gesetzlichen Regelungen in Umwelt- und Naturschutz. Außerdem wollen Sie für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft, jetzt zitiere ich wieder, die Spitzenposition des Automobilstandorts Bayern für Produktion und Zulieferer sichern
Besonders wichtig scheint Ihnen auch die Digitalisierung, das haben Sie ein ganzes Kapitel gewidmet, die Digitalisierung, den flächendeckenden Ausbau von neuen Mobilfunknetzen, dieses G5-Netz zu sein. Ich habe insgesamt mal gezählt, es sind 539 Forderungen in Ihrem Wahlprogramm. Ein Teil davon, also ich habe geschätzt, so 10 bis 20% kosten durchaus einiges an Steuermitteln. Allerdings wünschen Sie auch die Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer und sind gegen eine Wiedereinführung der Vermögensteuer. Also es war für mich jetzt so, dass es auch die Sachen sehr gut klingen, aber gleichzeitig ein Widerspruch drin ist. Deswegen habe ich jetzt mal auch darauf die Frage abgezielt. Also bisher war das Bestreben nach dem Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit fast immer, hat also eigentlich immer die Forderung nach gesunder Umwelt ausgestochen. Und jetzt die Frage an Sie, wollen Sie das ändern? Haben Sie da konkrete Umsetzungspläne? Erstmal einen schönen guten Abend auch von meiner Seite aus. Ein paar Punkte in unserem Wahlprogramm können vielleicht auch deshalb enthalten sein, weil wir 2 Monate vor Fertigstellung des Wahlprogramms Herrn Korshorn bei uns in der Fraktion hatten. Also insofern ist da vielleicht auch etwas abgefärbt. Das ist dann ein Vorteil. Natürlich gibt es, das gebe ich offen zu, bei einem solchen Wahlprogramm, ich kann mir vorstellen, bei vielen anderen auch Zielkonflikte. Zielkonflikte, die aus verschiedenen Dingen herrühren, natürlich auch aus verschiedenen Personen, die mitarbeiten. Und es ist schon ein Unterschied, ich glaube, bei vielen Fraktionen, bei vielen Parteien, ob Leute im Wirtschaftsausschuss sitzen, ob Leute im Umweltausschuss sitzen. Das merkt man auch. Die verändern sich übrigens auch in 4, 5 Jahren Fraktionsarbeit, wenn man in einem entsprechenden Ausschuss sitzt und auch Infos kriegt. Das macht mich übrigens hoffnungsfroh, ja, dass eben Informationen bei Politikern auch ankommen und man sich verändert. Was uns sehr wichtig ist, ist, und das werden Sie durchs Programm schon sehen, ist vielleicht aber auch ein Widerspruch zu den Vorstellungen, dass wir sehr, sehr stark natürlich auf Bayern schauen, als, weil wir natürlich auch eine Gruppierung sind, die jetzt hauptsächlich in Bayern und in Brandenburg im Parlament sitzen und da versuchen natürlich relativ autonom zu wirtschaften auch. Das geht bei der Energiepolitik los, das umfasst aber auch andere Bereiche. Aber da stoßen Sie dann schon wieder auch an die Grenzen. Die Frage ist immer, wo fangen Sie an? Ich bin auch ein Fan, eher im Kleinen anzufangen. Ja, auch wenn ich hier so rumschaue, mir ist auch aufgefallen, dass relativ viele Plastikflaschen hier vor uns stehen. Das ist auch vielleicht nicht alles dann gemeinwohlorientiert. Sieht nur so aus. Das aber ist klar. Vielleicht das schon, ich weiß es nicht. Ach nee, doch, das ist Plastik. Also Holz ist nicht unbedingt so gemeint, aber ich will keine Mehrweg, immerhin Mehrweg. Also, dass man im Kleinen anfängt, aber die Frage ist, und da kommen wir immer auch zur Wettbewerbsfähigkeit. Wir haben eine globalisierte Gesellschaft und da ist es nicht ganz so leicht, sich von einem Trend völlig loszulösen. Und deshalb glaube ich, sind es diese kleinen Schritte Vorbilder. Ein Beispiel will ich einfach noch nennen. Ich habe die Zahl ungefähr im Kopf, es sind mehr als 100.000 Einwegbecher, die jeden Tag hier allein in München verbraucht werden. Ja, man sieht ja die Leute nur hin und her laufen. Das sind so kleine Ansätze, glaube ich, wo man beginnen kann. Und die haben wir auch teilweise im Programm. Und alle 98 Forderungen kenne ich auch nicht. 539. Ja, nur jetzt ist mir noch nicht ganz klar geworden, haben Sie denn konkrete Umsetzungspläne, dass in Zukunft die Wettbewerbsfähigkeit, die Sie ja als sehr wichtig empfinden, nicht tatsächlich immer wieder gewinnt. Wenn es um Flächenverbrauch geht, wenn es um Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge gibt, im Endeffekt heißt es dann wieder, Diesel ist aber deutsches Markenprodukt und wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit erhalten und Flächenverbrauch ja erst recht. Haben Sie da irgendwelche Umsetzungspläne? Ja, wir versuchen natürlich eher auch die kleinen Einheiten zu schützen. Das geht bei der Landwirtschaft los, der kleine Familienbetrieb. Das ist aber auch im Bereich der Wirtschaftsbetriebe eher den Handwerksbetrieb, dass die überleben können. Nur sie brauchen natürlich sowohl beim Einzelnen als auch beim einzelnen Betrieb die Überlebensfähigkeit, auch die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit. Wenn Sie, nehmen Sie nur das Beispiel auch bei der Ernährung, wenn Sie auf die Ernährung
besser achten, ist es in unserer heutigen Gesellschaft schon so, dass sie häufig etwas mehr Geld brauchen, dass viele, die weniger Geld haben, manchmal auch beinahe in Anführungszeichen verpflichtet sind, billig einzukaufen, um über die Runden zu kommen. Und da muss man natürlich ansetzen in zwei Richtungen. Die eine Richtung im Bereich Bildung, um überhaupt das deutlich zu machen, ja, wo man hier auch gemeinwohlorientiert leben kann. Und das Zweite, dass sie Menschen, Dankeschön, dass sie Menschen auch in die Lage versetzen, entsprechend gemeinwohlorientiert leben zu können, auch finanziell leben zu können. Wenn Sie hier in einer Stadt wie München vielleicht nur 300 bis 500 Euro haben und als älterer Mensch eine Rente vielleicht von 800, dann fällt Ihnen das sehr, sehr schwer. Und das ist ein Ansatz, den wir auch voranbringen wollen. Danke, Michael Piazzolo von den Freien Wählern. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten von der ÖDP. Thomas Brudlow hat das Wort. Er möchte, wie wir jetzt auf dem Weg, habe ich hier vier Plakate mit ihm gesehen, er möchte die Gemeinwohlökonomie in den Bayerischen Landtag tragen. Auf einem anderen Plakat steht Ökosozial statt Marktradikal. Und er ist gelernter Betriebswirt und Politologe und hat sich ganz der Solarbewegung verschrieben, hat zum Beispiel Green City Energy AG wirklich groß gezogen und auch sehr erfolgreich groß gezogen. Er ist seit 1989 für die ÖDP engagiert, eben insbesondere auch für die Ideen der GWÖ, aber auch für mehr Demokratie, die Bürgeraktion Mehr Demokratie. Und seine Gesprächspartnerin ist Sonja Retzlaff. Ja, guten Abend, Herr Brudlow. Die ÖDP hat ja sehr prominent die Gemeinwohlökonomie im Wahlprogramm stehen. Die Idee der Gemeinwohlökonomie ist letztendlich, wirklich ein Wirtschaftssystem zu schaffen, in dem Unternehmen Vorteile erhalten, die hohe ethische, soziale und ökologische Werte verfolgen und natürlich vor allem fairen Handel vor Gewinnmaximierung stellen. Wie gedenken Sie, das wirklich auf politischer Ebene umzusetzen, vor allem auch unter Vermeidung von, Konzentration auf reines Wirtschaftswachstum? Ja, zum Thema Wirtschaftswachstum gibt es ja drei Ebenen. Die erste Ebene ist die persönliche Ebene. Das Wirtschaftswachstum tut uns ja selber nicht gut, wir erleben einen Burnout. Die zweite Ebene ist klar, das ist die ökologische Dimension. Und die dritte Ebene ist eine politologische Dimension, nämlich über was diskutieren wir überhaupt. Und deswegen vermeide ich es immer, über Wirtschaftswachstum zu reden, weil es eine Falle ist. Man tappt in diese Falle, diskutiert über etwas und kommt an einem ganz anderen Ende raus, als wenn man über Wohlstand oder über das gute Leben diskutieren würde, auch in der Ökonomie. Das ist das eine. Und die Gemeinwohlökonomie umzusetzen, das geht am besten über Steuern. Das Steuergesetz ist so einfach zu transformieren. Ich mache jetzt mal drei Kernpunkte auf, die wir zu lösen haben. Wir haben zum einen eine Tendenz zu einer 20-80-Gesellschaft. Das heißt, 20% der Menschen besitzen 80%, 80, 20%. Und das bedeutet Unfrieden. Unfrieden in den Ländern und Unfrieden auf dieser Welt. Wir müssen diese 20-80-Gesellschaft, die müssen wir beenden. Wenn man in die USA schaut, wenn man nach Lateinamerika anschaut, genau dort haben wir diese Staaten und die scheitern. Da bin ich überzeugt, wenn sie nicht jetzt schon gescheitert sind. Das könnte man ganz einfach machen, indem man zum Beispiel die Umsatzsteuer ganz anders gestaltet. Wieso nehmen wir beim Grundbedarf, bei den Lebensmitteln immer noch 7%. Wieso stellen wir das nicht umsatzsteuerfrei? Wieso gibt es immer noch keine Luxussteuer für Yachten, für Autos, die diese BFS-Zahl haben? Also wieso gibt es das nicht? Das kann man doch einfach, ganz einfach mit einem Strich ändern. Man könnte auch die Einkommensteuer ändern. Ist ja unter Kohl noch bei 54% gewesen, Spitzensteuersatz, unter Rot-Grün auf 42% abgesenkt worden. Und wissen Sie, wie hoch die Spitzensteuersatz in den USA in den 50er Jahren war? Wer weiß das? 91%. So, nur mal als Zahl, ich will da gar nicht hin, aber sozusagen, da kommt sozusagen die USA mit 91% und wir senken es ab auf 42%. Also da gibt es auf jeden Fall einen Umgestaltungsspielraum. Das zweite ist das Thema Ökologie. Das ist ein ganz klares, da gibt es die ökologische Steuerreform, die ist vom Förderverein ökologische Steuerreform in den 90er Jahren bereits ausformuliert worden. Energiesteuern hoch, Arbeit billiger machen. Das ist ganz simpel und würde einen großen Effekt haben. Und das dritte ist das Thema Fairness.
dass wir wieder eine faire Welt bekommen. Und das hat sehr viel mit den Freihandelsabkommen zu tun. Und deswegen sind wir strikt gegen jede Form von Freihandelsabkommen, weil wir dort Asymmetrien drin sehen, die der Theorie nicht entsprechen. Also wir werden in Afrika immer andere Grundlagen haben als hier in Europa und wir werden auch in Bulgarien und in Rumänien andere Grundlagen haben. Und deswegen kann man von einem Freihandel gar nie sprechen, sondern es ist immer ein Unfairhandel und da stellen wir uns dagegen und da hoffen wir, dass alle, also es war eine große Bewegung, dass auch die Zivilbevölkerung sich zukünftig weiterhin dagegen stellt. Unabhängig von Steuerreformen, welche anderen Möglichkeiten würden Sie sehen, für Unternehmen wirklich Anreiz zu schaffen, gemeinwohlorientiert zu agieren oder eben auch ein gemeinwohlorientiertes Handeln zu unterstützen? Ja, eins ist ja in der Präsentation schon erwähnt worden, die Vergaberichtlinie. Das geht ganz einfach, das ist rechtlich ja möglich, dass man die Vergaberichtlinie nun so auslegen kann, dass regionales Wirtschaften, dass gemeinwohlorientiertes Wirtschaften bevorzugt wird. Warum soll man das nicht tun? Also da spricht überhaupt gar nichts dagegen. Das wäre ein riesiger Anreiz. Allein die Stadt München vergibt jedes Jahr Aufträge in Höhe von 5 Milliarden Euro. 5 Milliarden Euro. Das ist eine unglaubliche Zahl und dann hätte man ein ganz klares Anreizsystem. Oder wir machen jetzt endlich mal eine Produktgarantie für alle Elektronikartikel auf 5 Jahre. Das wäre eine Postwachstumsökonomie-Treiber. Ja, dann was wäre das für ein Segen, die Handys nicht nach einem Jahr wegschmeißen zu müssen, sondern dass man 5 Jahre Garantie hat und es würde vor allem die Reparaturdienstleistungen bereichern oder diese Industrie wieder oder das Handwerk überhaupt erst wieder schaffen. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Beispiele, wie wir in diese Postwachstumsökonomie kommen können. Und Nico Pech hat die ja alle rauf und runter deklariert und wir haben den ja öfter zu Besuch. Und es lohnt sich auch sein Buch Befreiung vom Überfluss. Also was wir gewinnen, dadurch, dass wir uns raus aus dieser Wachstumsspirale begeben. Glauben Sie, dass das den Lebensrealitäten, die ja vorhin schon mal angesprochen wurden, entspricht? Also zum Beispiel der Wechsel eines Handys nach 5 Jahren ist ja häufig was von Konsumenten aktuell nicht so gelebt wird. Sehen Sie da auch die Notwendigkeit, entsprechend Leitlinien zu geben? Also ich ärgere mich über alle Elektroartikel, die nach 1 oder 2 Jahren kaputt gehen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich ärgere mich. Also ich brauche nicht alle Jahre einen neuen Föhn und also es ist wirklich krass. Also das Handy ist vielleicht nochmal bei der Jugend ein anderes Thema. Ja, aber ansonsten bei den Elektroartikeln. Es wäre ja auch eine Riesenchance für die deutsche Wirtschaft. Wenn wir dort vorangehen, dann sind wir die, die den neuen Qualitätsstandard reinbringen auf den Weltmarkt. Also es wäre wahrscheinlich auch ökonomisch höchst sinnvoll, diesen Weg zu gehen. Vielleicht noch mal eine Nachfrage zu dem, was eben gesagt wurde, also eine Politik der kleinen Schritte. Denken Sie, dass das ausreicht angesichts Herausforderungen wie beispielsweise der Klimakatastrophe oder in welchem Rahmen würden Sie die Notwendigkeit für Änderungen sehen? Ja, die muss man ganz groß denken und muss es natürlich im Kleinen umsetzen. Und da muss man immer das größte Rad drehen, was geht. Deswegen haben wir letztes Jahr den Bürgerentscheid zum Steinkohleausstieg ja auch gemacht. Das war das, was wir als ÖDP München gerade noch schaffen konnten. Haben wir ja Gott sei Dank dank Ihrer Mithilfe dann auch geschafft. Und ansonsten müssen wir es ganz radikal denken. Das fällt uns alles auf die Füße. Da beißt die Maus kein Faden ab. Das ist einfach, die Welt steht ziemlich schlecht da. Und wenn wir nicht radikal denken und radikal handeln und auch bei uns selber radikal handeln, dann wird es nichts. Ja. Also, glaube ich. Also mit dieser Einladung zur Radikalität beenden wir diese Runde. Und leiten jetzt über zu Ihnen und dann dachten wir, wäre es ganz gut, dass Sie erstmal ins Gespräch kommen mit Ihren unmittelbaren Nachbarn und Nachbarinnen, also zu zwei, zu dritt, was ist jetzt hängen geblieben, was hat mich überrascht, gestört, geärgert, woran stoße ich mich, welche Frage wäre jetzt im Anschluss sehr gut. Und nach 5 Minuten kommt dann die größere Publikumsrunde. Also schauen Sie mal, wer neben Ihnen sitzt und tauschen Sie sich aus. Also bitte, Sie haben das Wort. Ich habe eine Frage an den Herrn Göpinar. Sie haben einen Punkt angesprochen, der wohl dem Gemeinwohl auf der ganzen Welt am meisten schadet.
nämlich den Waffenexport. Waffenexport. Den Waffenexport. Könnten Sie nicht Ihr 100 Seiten, 120 Seiten langes Programm um eine Seite verlängern und die Waffenproduktion verbieten? Und ich habe eine Frage eigentlich an die kleinen Parteien, also an die ÖDP, an MUT, an die Linke, die ja hier schon viel gesagt haben, was ich auch ganz, ganz interessant finde. Freie Wähler gehören auch dazu. Und die, was ja auch Konsens ist, aber ich habe so das Gefühl, es ist so der schöne Konsens in der Machtlosigkeit, also überhaupt nicht geprüft von der Realität und von den, von der Idee des richtig regieren Wollens. Und wie will man das umsetzen, wenn man sich in der Opposition schon so zersplittert und eben nicht gemeinsam an einem Strang zieht, sondern jeder bastelt seinen eigenen Strang und entwickelt immer tollere Ideen, aber in dem Bewusstsein, dass man nie eine Mehrheit dafür bekommt. Was macht das für Sie für einen Sinn? Ich habe eine Frage eigentlich nur an Frau Neff von der FDP, weil ihr die Antwort am leichtesten oder am schwersten fallen wird. Aber keiner von Ihnen, keiner, auch keine Partei und kein Parteiprogramm, trägt das Petitum vor, die Forderung, dass wir im Westen, in Deutschland, unseren Lebensstandard ungefähr um 50% absenken müssen, wenn der Planet überleben soll und die Ungerechtigkeit in der Welt gemindert werden soll. Wir müssen unseren Fleischkonsum etwa um 80% absenken, was eine Wasserverbrauchsreduzierung mit sich führen würde, aber nicht eine ausreichende. Wir müssten verschiedene andere Güter, die wir für unseren Lebensstandard und für unser Wohlbefinden für unerlässlich halten, nicht mehr kaufen, wenn die Gerechtigkeit in der Welt gestärkt werden soll. Dazu kommt von Ihnen keine Vorstellung, von niemandem, auch nicht von der Linken. Alle tun so, als müsste man nur da etwas machen und da etwas machen und da etwas machen. Dann geht es niemandem schlechter, außer ein paar Reichen. Aber insgesamt geht es uns weiter gut. Ich glaube, solange Sie diese Haltung haben und nicht eine drastische Verminderung unseres Lebensstandards ins Programm tun, wird sich nichts ändern. Nichts. Okay, damit haben wir Stoff für eine erste Gesprächsrunde. Vielleicht die erste konkrete Frage gleich war ja, ging gleich an Atesh Göpina. Warum nicht gleich an die Produktion der Waffen gehen, also die Rüstungsindustrie angehen? Kann ich wirklich kurz machen. Also wir fordern tatsächlich eine Konversion, das heißt die ganzen Waffenproduktionen in Bayern, aber auch über Bayern hinaus quasi einzustellen. Und wichtig ist da, da muss man schon auch quasi mit den Leuten gehen, dass wir die Produktion eben auf zivile Rüstungsgüter umstellen. So, das haben wir in kleinen, also das versucht man im Kleinen zu machen, indem man quasi auch mit den Gewerkschaften redet, weil man eben die Leute mit an Bord holen will, dass sie eben nicht drunter leiden müssen, wenn die Waffenproduktion weg ist, woran ich nicht glaube, weil die meisten, die Waffenproduktion herstellen, sind tatsächlich hochausgebildete Ingenieure, die jetzt nicht unbedingt Probleme hätten, wenn sie was anderes herstellen müssten außer Waffen. Und trotzdem geht es eben darum, also es geht darum, Waffenexporte zu verbieten und es geht darum, Waffenproduktion quasi in zivile Produktion umzuwandeln. Das dauert ein bisschen, aber dafür streiten wir. Und es steht auch in unserem Wahlprogramm. Also da brauchen wir nicht noch eine Seite mehr, das kriegen wir auch mit 120 Seiten hin. Genau. Und ist natürlich eingebettet in eine Politikvorstellung von Friedenssicherung durch die UN, durch ein Weltpolizei sozusagen statt Armeen und auch eine Überwindung der NATO. Und muss man halt in dem Zusammenhang ja auch sehen, sonst wäre es ja wiederum unrealistisch. Ja, aber wir wollen ja hauptsächlich über die grundsätzlichen Vorstellungen einer anderen Wirtschaft sprechen. Die zweite Frage würde ich da gerne an den Schluss stellen dieser Runde, weil ja doch die dritte Frage erstmal diese grundsätzlichen Fragen auch angesprochen hat. Herr Klunk hat gesagt, wir müssen runter, 50%, keiner spricht es wirklich ehrlich aus, beim Fleisch sogar 80%. Vieles darf auch nicht mehr produziert werden, wir müssen auch über Verbote sprechen. Ich denke, da sollten jetzt vielleicht alle eine Antwort dazu geben, weil das ja auch bei allen vermisst wurde. Herr Klunk, also Punkt Nummer 1 im ÖDP-Programm, weniger ist mehr. So, und deswegen bin ich
bei der ÖDP, weil ich vor 30 Jahren ein Plakat gesehen habe, als wir in den 80er Jahren so ein Wachstum waren hatten, und da hat die ÖDP weniger ist mehr plakatiert, dann habe ich gedacht, entweder sind sie wahnsinnig oder wahnsinnig mutig. Und dann habe ich mir eine Veranstaltung angeschaut, deswegen bin ich bei der ÖDP. Aber das weniger ist mehr muss auch mit Zumutung verbunden sein, also dass das nicht nur ein Anreiz ist, eine Empfehlung, ein Werben, sondern auch eine radikalere Politik. Das hat zwei Ebenen, eine persönliche, das ist eine Haltungsfrage auf der einen Ebene, und auf der anderen Ebene ist ein politisches Umsteuern, und das zieht sich durch das ganze ÖDP-Programm, kann man in 132 Punkten lesen. Also wir haben 100 Seiten in unserem Wahlprogramm, scheint heute Abend wichtig zu sein, werfe ich es auch mal ein. Also zu Ihrer ganz konkreten Frage, wir haben zum Beispiel in unserem Wahlprogramm drin stehen, dass wir nicht nur 100% erneuerbare Energien haben möchten, sondern dass wir auch Strom einsparen müssen, ja, weil wenn wir sonst in dieser Idee immer weiter denken, macht das diesbezüglich natürlich auch keinen Sinn. Ich muss nur jetzt eine kurze Philippika gegen Ihren Punkt sagen. Und zwar, ich glaube, dass wir nicht gewinnen, indem wir ständig alles aufs Individuum abwälzen und sagen, hier geißel dich selber und jetzt hast du hier eine Plastikflasche dabei und oh Gott, und dann hast du jetzt irgendwie vielleicht deinen Pulli, der ist nicht daher gebaut und mach nachts die Heizung nicht an, weil böse, frier lieber. Sorry, also ich finde, die Verantwortung für die Gesamtwelt auf Individuum alleine abzuwälzen, ist zu wenig. Dafür braucht es starke Politik. Und ich wünsche mir im Jahre 2018, dass politische Akteure endlich ihren Auftrag wieder klarer annehmen und aufhören, wie das, was wir im Moment erleben, ständig nur zu verwalten und alles irgendwie so ein bisschen möglichst gut da so lang zu organisieren, sondern dass wir wieder mehr Menschen in Regierungsverantwortung haben, die eine klare Haltung haben, die auch wissen, dass Kompromisse zum Leben dazugehören, dass wir nie alles auf einmal schaffen, aber die wissen, wo wir mit der Gesellschaft zusammen hingehen wollen und dann Rahmenbedingungen setzen, dass ich zum Beispiel die Landwirtschaft so umbaue, dass ich eben nicht, vorhin war dieses Beispiel mit Frucht eingepackt von irgendwo, bevor wir jetzt wieder den einzelnen geißeln, sagen, oh, jetzt war es da beim Edeka, jetzt hast du es da gekauft, schlecht. Sollten wir doch eine Landwirtschaftspolitik die Rahmenbedingungen so setzen, die Subventionen verändern, zu einer ökologischen, kleinbäuerlichen, giftfreien Landwirtschaft kommen, dass in den Supermärkten nur noch solche Früchte und Obst und Gemüse da ist, damit ich ein gutes Leben führen kann, ohne ständig mich schlecht zu fühlen. Weil ehrlich gesagt, her mit dem guten Leben bedeutet für mich nicht, dass ich hier ständig schlechtes Gewissen für alles und für jedes habe. Also ich glaube, da muss ich Herrn Klunk in Schutz nehmen, weil Fritz Klunk ist Autor eines Buches, das heißt Schattenmächte, ich habe das gelesen, wo er sehr, sehr genau, sehr differenziert und sehr also präzise und ausgearbeitet über den Lobbyismus vor allen Dingen geforscht hat. Der verhindert, dass vernünftige Politik sich durchsetzen kann, sehr konkret auf europäischer Ebene, und eben nicht appelliert an den persönlichen Konsumenten, sondern daran, dass die Politik wieder ihr politisches Geschäft macht, wie Sie es ja jetzt auch richtig gesagt haben, und überhaupt wieder Politik macht. Ja, ja, aber Moment, also erstmal gucke ich mir Ihr Buch nach dem 14.10. gerne an. Ja, das interessiert bitte mich sehr, aber vorher schaffe ich es nicht. Der zweite Punkt, Moment mal, also Lobbyismus, ich glaube, da müssen wir auch mal von unseren gedanklichen Bildern raus, ist ja nicht per se immer nur schlecht. Sie machen als Gemeinwohlökonomie auch Lobbyismus, ja? Also darum bitte da auch aufhören. Es ist doch total normal in der Demokratie, dass gewisse Gruppen für ihre Positionen werben. Und dann muss ich es auch aushalten, dass da eine Gruppe für ihre Position werbt, mit der ich vielleicht persönlich nicht einverstanden bin. Wenn die da gleichmäßig verteilt werden. Ja, natürlich. Wir brauchen Transparenz, wir brauchen Lobbyregister, all diese Dinge, die wir Grüne auch ständig fordern. Ja? Aber das Allerwichtigste in meinen Augen, je länger ich über unsere momentane Gesellschaft nachdenke, ist doch die, dass wir wieder den Institutionen und der parlamentarischen Demokratie mehr zutrauen müssen. Die müssen ihren Anspruch, regieren zu wollen, auch ernst nehmen, um sich dann zum Beispiel auch gegen Lobbyinteressen durchzusetzen, beziehungsweise eine Politik nach Haltung zu führen. Und was mir eben nur wichtig ist, dass wir aufhören sollten, immer das an das Individuum hinzukoppeln. Nee, ich glaube, that's not the job. Das war nicht seine Okay, Frage. Aber dann habe ich es. Ja, einfach ein Missverständnis. Gut. Ja, weiß ich nicht. Können wir nachher ausdiskutieren. Also ich hatte Sie sehr deutlich so verstanden, dass Parteien klar sagen sollen, Verzicht und damit naja, aber ja, damit Menschen... Darum kommen wir ja nicht drum rum zu sagen, dass wir runter müssen. Na gut. Gut, dann diskutieren wir es nachher im bilateralen Gespräch aus, bevor ich jetzt hier die Runde ewig verlängere. Also, okay. Also bevor ich die Frage genau beantwortet, wollte ich eine Sache von, auch was bei der Mutpartei und bei der ÖDP-Partei quasi aufgekommen ist. Ich würde noch krasser werden. Also Sie haben es auch gesagt, wenn die das irgendwann, also quasi wenn wir die Umwelt weiter so belasten, dann werden irgendwann keine Menschen mehr da sein und so weiter und so fort. Es ist nicht, das ist eben korrekt und doch nicht korrekt, weil es gibt einige wenige,
die werden dadurch nicht belastet. Die gehen nämlich in die Regionen, wo es kein Problem ist. Und es sind, das sind immer die Linken, die gegen die Reichen polemisieren, es sind die Reichen. Und es passiert auch schon die ganze Zeit. Also wir haben in Afrika einen Kollaps. Das ist passiert ja schon gegenwärtig, aber es betrifft eben nicht die Reichen. Deswegen werden wir nicht alle gemeinsam irgendwas lösen können. Das werden wir tatsächlich gegen das Großkapital machen müssen. Die werden diese Interessen nicht vertreten, weil sie nicht irgendwie erkennen, oh, ist 2 Grad wärmer, ist problematisch für mich. Die ziehen um. So einfach ist die Geschichte. Und deswegen, deswegen komme ich zum zweiten Punkt. Jetzt ist es ein bisschen fies, da ich dem Kollegen der Mutpartei schon was wegnehme. Es gibt nämlich von dem Professor Lessenich ein Buch, Neben uns die Sintflut. Professor Lessenich ist nicht nur in der Mutpartei, sondern ist bei uns auch in der Stiftung Vertrauensdozent. Deswegen teile ich seine Einschätzung natürlich. Weil eben schon neben uns die Sintflut stattfindet und weil eben schon die Welt in gewissen Gegenden kollabiert, müssen wir uns einschränken. Allerdings würde ich halt trotzdem bei den Reichen anfangen, weil wenn ich jetzt sagen, also ich will natürlich gerne Zertifikate, also ist alles in Ordnung, auch gerne fürs Individuum Zertifikate auslegen, nur wenn ich eben als Mensch, der erwerbslos ist, mir eben quasi die Bio-Wurst nicht kaufen kann, am besten gar keine Wurst kaufen kann, dann habe ich ein Problem. So, und deswegen müssen wir natürlich in unseren Regionen gleichzeitig dafür sorgen, dass es der Mehrheit der Gesellschaft, der ärmeren Mehrheit der Gesellschaft ein bisschen besser geht und bei den oberen nicht nur hier, sondern überall angreifen. So. Und dieser Kampf muss gemeinsam geführt werden. Und da sind glaube ich, Professor Lessenich und ich auch irgendwie einer Meinung, dass natürlich die Kämpfe der Arbeiterinnen und Arbeiter, jetzt mal ganz groß im Klassenkampf spricht drin, dass die eben international und weltweit geführt werden muss. So, aber da geht es schon darum, dass es hier auch Ärmere in der Gesellschaft gibt. Und denen kann ich ja nicht sagen, du darfst die Wurst nicht mehr essen, sondern da muss ich, glaube ich, anders ansetzen. Aber das macht die Linke durchaus. Sollen wir einfach der Reihe nach weitergehen oder, ja, okay. Jo, also Stefan Lessenich spricht in dem Buch ja auch, dass wir 7/8 ungefähr Energie einsparen müssen, als ein Beispiel, um zu einer gerechten Verteilung dazu kommen. Das ist auch völlig richtig und ich will das noch ein bisschen erweitern, was wir gerade gehört haben. Wir haben auf der anderen Seite die Reichen, die haben immer die Flexibilität, dahin zu gehen, wo sie überleben können. Wir haben hier Leute, die weniger reich sind und wir haben die ganz Armen irgendwo anders, die wir heute eben, oder die durch das Ausnutzen der Wirtschaften, das wir betreiben, so am sind. Und das sind beispielsweise die Leute in Bangladesch, die bei einem Steigen des Meeresspiegels als erstes weggespült werden. Ne? Und ich denke, wir müssen für alle drei da die richtige Lösung finden. Und wenn wir das jetzt nur auf die Armen und Reichen hier beziehen, dann kommen wir da nicht weiter. Wir müssen das global sehen. Also prinzipiell bin ich der Ansicht, dass man Probleme, die wir haben, nur gemeinsam mit den demokratischen Parteien gemeinsam lösen können. Wir müssen da gemeinsam am Tisch sitzen. Ich meine, die Sabine Krieger kennt mich ein bisschen. Ich versuche also immer über die Parteigrenzen hinweg, Fraktionsgrenzen hinweg zu diskutieren und Lösungen zu finden. Und zwar in bilateralen Gesprächen eben vor der Sitzung oder so, dass wir zu Lösungen kommen. Wir werden nicht weiterkommen in dieser Welt, wenn wir alle ideologisch unseren Faden verfolgen. Fanden Sie jetzt hier was ideologisch? Nein, weil es vorher geheißen hat, dass wir Lösungen finden müssen. Ja? Und natürlich hat jeder ein Programm, was ideologisch gefärbt ist. Das ist doch wohl ganz klar. Aber das müssen wir zum Teil, wenn es um Problemlösungen gibt, müssen wir es einfach über Bord werfen und müssen uns zusammensetzen und müssen gemeinsame Lösungen finden. Das erwarten die Menschen draußen. Wenn Sie sagen, wir müssen unseren Lebensstandard 50% absenken. Nee, Fleisch 80%. Fleisch 80% bin ich bei Ihnen, ja. Ich esse gerne Fleisch, aber Sie werden den Menschen das nicht. Ich bin gegen Verbote, ja. Ich setze immer noch auf die Intelligenz des Menschen, dass es irgendwann begreift. Also ich habe ein Problem, wenn ich sehe, wie Tiere geschlachtet werden, dass ich das dann noch essen kann. Und aber warum sollen da bestimmte Dinge nicht verboten sein grundsätzlich, zum Beispiel Tierquälerei? Tierquälerei, das steht bei uns drin. Die Transporte stehen, also die Kastration ohne Narkose, das steht bei uns alles im Programm. Ich setze mich auch dafür ein, weil ich halte das einfach für Tierquälerei. Da kann man drüber reden, aber ich meinte Verbote in Bezug auf du böser Mensch darfst jetzt kein Fleisch mehr essen oder du böser Mensch musst jetzt aufpassen, wie du dein Wasser verwendest. Natürlich muss man auch in der Erziehung darauf achten, die Vorbilder, die in der Schule sind, dass das anerzogen wird, ja? Und Lebensstandard senken 50%. Ich würde sagen, wenn wir alle hier das verkünden, auch wenn wir der Ansicht sind, da möchte ich den Aufschrei in der Gesellschaft, da möchte ich ihn hören.
Aber würden Sie zustimmen, dass es nötig wäre? Ich glaube, man kann den Lebensstandard erhalten, wenn wir alle vernünftig leben. Ich habe meine Tochter so erzogen und ich lebe auch so und ich versuche immer Vorbild zu sein. Aber also was bei mir auf dem Plakat sehen, das sind mein eigenes Gemüse, meine eigenen Radis, ja, weil ich ziehe mein Gemüse selber, ich ernähre meine gesamte Familie damit und weil ich einfach mich so ernähren möchte. Ja? Ich kaufe auch nie im Winter irgendwelche Sachen, die zu der Zeit bei uns nicht reif sind. Das tue ich halt einfach nicht. Aber ich verschenke auch sehr viel von dem Gemüse. Aber das Gemüse schaut natürlich nicht so aus, auch nicht wie in einem Biomarkt. Mein Gemüse schaut ein bisschen anders aus, weil man sieht, dass es so gezogen ist. Aber es gibt viele Menschen, die wollen das gar nicht mehr nehmen, ja? Weil das nicht so aussieht. Oder die Radis halt nicht so ausschauen, wie sie im Laden sind. Also es ist eine Frage, das ist hier, was sich im Gehirn abspielt und wie die Erziehung ist. Und da bin ich eigentlich ganz ordentlich dahinter und predige, was geht. Aber das sind die Gebretterborn. Also ich glaube, wir müssen erstmal klar unterscheiden, was wir senken wollen. Unseren Ressourcenverbrauch oder unseren Lebensstandard. Und was macht den Lebensstandard aus? Das ist für mich mal die erste Frage. Ich glaube, wir haben mit dem ökologischen Fußabdruck ein gutes Konzept. Und ich erinnere jetzt mal an Ernst Ulrich von Weizsäcker, jemand, der im Club of Rome auch mit organisiert ist. Er hat das Buch geschrieben, Faktor 4 und dann Faktor 5, Verdoppelung des Wohlstands bei Verfünffachung der Ressourceneffizienz. Ja? Das ist auch ein Ansatz, den man denken kann. Ich will in dem Zusammenhang auch mal sagen, dass das in der SPD übrigens in der Grundwertekommission von zum Beispiel Johannes Strasser durchaus diskutiert wird. Johannes Strasser sagt schon seit langem, wir müssen weg von einem reinen, von einem Lebensstandard, von einer gesellschaftlichen Orientierung, die rein auf Konsum orientiert ist. Und zum Beispiel Zeitwohlstand als andere Art von Wohlstand begreifen. Also ich glaube, das sind ganz wesentliche Punkte, die man diskutieren muss. Aber ich möchte an den Artisch nochmal anknüpfen. Wessen Lebensstandard sollen wir denn senken? Von den Working Poor in den Vereinigten Staaten? Von dem Busfahrer in München, der in der Einstiegsgehaltsstufe 1.500 Euro netto bekommt und hier die Miete bezahlen muss? Also die Senkung des Lebensstandards ist auch eine Frage von sozialer Ungleichheit und von gerechter Verteilung. Ich meine, das spielt halt eine ganz wesentliche Rolle, über die wir diskutieren müssen, eben auch soziale Ungleichheit, wie wir Ressourceneffizienz organisieren. Und wenn wir uns das anschauen, wie sich die Entwicklung in der Welt darstellt, haben wir Verbesserungen, die nicht ausreichen im sozialen Bereich, aber wir haben deutliche Verbesserungen. Vor 200 Jahren haben von 10 Menschen 9 in Armut gelebt, heute ist es einer. Ja, wir haben eine deutliche Senkung der Kindersterblichkeit, aber wir haben die Situation, dass sich in bestimmten Ländern, ich nenne jetzt mal Nigeria, das über enorme Erdölvorkommen verfügt, korrupte Eliten diesen Reichtum aneignen. Also wir müssen, wenn wir über sowas diskutieren, auch immer über gesellschaftliche Macht diskutieren, wir müssen über ökonomische Macht diskutieren und wir müssen vor allem, das möchte ich nicht außer Augen lassen, weil wir immer sagen, wir verbieten das, wir machen das und so weiter, wir müssen darüber reden, wie wir das demokratisch durchsetzen. Willy Brandt hat gesagt, kurz vor seinem Tod, Freiheit und Gleichheit sind die wichtigsten Werte und im Zweifel vielleicht die Freiheit. Und für mich ist es ein grundlegendes Prinzip, dass ich nicht mit Gewalt etwas durchsetzen will, sondern dass ich es in einem vernünftigen demokratischen Prozess durchsetzen will. Und ich glaube, diese Schwierigkeiten, die dürfen wir nicht unterschätzen. Dankeschön. Ich will vielleicht gerade dort ansetzen. Wenn ich das richtig verstanden habe, die Frage war, und da sind wir ja noch beisammen, dass Sie sagen, im Grunde genommen müssen wir 50% den Lebensstandard senken. Und das sollten wir durch Verbote tun. Das haben Sie doch mal zwischengerufen, Verbote. Man sollte sich vor Verboten nicht scheuen, wenn sie nötig sind. Naja, das ist schon ein großer Unterschied. Vor Verboten scheuen wir uns alle nicht. Ja, da gibt es Verbote. Ja gut, die CSU ist nicht da, das ist immer natürlich einfacher. Jetzt alles, was schlimm ist, ist die CSU. Aber nein, wir haben Verbote, wir haben sie im Straßenverkehr, wir haben Regeln ohne Ende. Also wir haben, weil wir vorher darüber geredet haben, wie viele Regeln es gibt im Baurecht 20.000 verschiedene Regeln. Also Verbote haben wir überbordend, Bürokratie haben wir überbordend. Und gegen Verbote ist nichts zu sagen. Nur die Frage ist, wie regeln wir es? Und da müssen wir es konkret machen. Das heißt, wenn wir Lebensstandard senken wollen, und da bin ich genau bei dem Punkt auch, wo fangen wir an? Wenn wir jetzt sagen, fangen wir bei den Pensionären an, die vielleicht 5.000 Euro Pension haben und nehmen ihnen das weg,
Machen wir natürlich nicht. Das geht auch nicht. Das ist auch erworbenes Eigentum. Auf der anderen Seite können wir einschränken die Chancen jetzt von Jüngeren, eine entsprechende Arbeit zu finden und was zu verdienen. Also wir müssen dann schon überlegen, wie wir es machen. Wenn wir sagen, Verbote, gehen wir mal in die Kleidung oder gehen wir bei den Autos, ist vielleicht noch leicht. Da kann man dann irgendwie sagen, wir setzen eine PS-Zahl und niemand darf ein Auto mit mehr als 100 PS kaufen. Dann haben wir ein klassisches Verbot und da schränken wir natürlich sehr stark Lebensstandard ein. Das wäre natürlich ein Ansatz, den Sie bringen. Ja, warten wir mal. Das Gleiche, aber dann auch nee, wenn man sagen, wir verbrauchen zu viele Ressourcen bei Kleidung, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Es wird enorm viel zu unglaublich billigen Preisen gekauft. Ja, nehmen Sie einen Laden, ich will jetzt nicht böse sein, wie Kick, ja, oder andere, wo Sie Preise haben, die im Grunde natürlich völlig irreal sind. Völlig irreal, wenn Sie die Herstellungskosten anschauen und die Arbeit. Aber wie reagieren Sie? Das heißt, bedeutet das, dass man sagt, jetzt übertrieben formuliert, wir müssen den Laden dicht machen? Oder bedeutet es, dass wir sagen, wir schauen, dass niemand mehr als 100 Euro pro Monat für Kleidung ausgeben darf? Und da, glaube ich, merkt man dann schon, wie schwierig es ist, im Einzelfall sowas durchzusetzen. Ja, das ist genau der Punkt. Und dann kommt der nächste Punkt, den gerade Florian von Brunn angesprochen haben. Wir sind jetzt hier, ich muss es mal zählen, 7 Parteienvertreter. Die sind jetzt nicht alle im Landtag, aber vielleicht bekommen wir jetzt einen Landtag mit 6 Parteien. Wir bekommen in Deutschland viele Koalitionsregierungen, die nicht mehr, keine Alleinregierungen mehr, 2er-Koalitionen kaum mehr, 3er-Koalitionen. Und dann muss man natürlich Kompromisse schließen. Und das ist der, und ich persönlich lehne das eben nicht unbedingt ab. Ich sage das ganz persönlich von mir. Ich bin auch in die Politik gegangen, schauen wir mal, wie es jetzt am 14. wird, um absolute Mehrheiten der CSU zu brechen. Ja, das war schon auch ein Ansatz. Aber mit jeder absoluten Mehrheit, die Sie natürlich brechen, müssen Sie Kompromisse eingehen. Irgendjemand von uns wird am 14. und ab dem 14. Oktober sich entscheiden müssen, schlucken wir Kröten oder bleiben wir in der Opposition. Und das wird nicht leicht werden. Und naja, und das sind so die Dinge. Sie haben, und das ist ja heute auch hier, wir sind ja bewusst auch hier, weil hier Radikalität auch gefordert wird. Und wahrscheinlich müssen wir auch radikaler werden. Aber es ist in der tagtäglichen Politik, da will ich mich nicht rausreden, verdammt schwer. Ja, weil Politik, so wie wir sie in der Demokratie haben, ist auf Kompromiss, auf Verhandlungen angelegt. Und das unterscheidet sie in vielen auch von Diktaturen und da bin ich auch froh drum. Und deshalb glaube ich, deshalb habe ich auch gesagt, kleine Schritte, das genügt nicht, vielleicht ist manchmal auch zu spät, aber die ganz radikalen Lösungen, die werden verdammt schwierig und die muss man, glaube ich, Punkt für Punkt auch durchdividieren und bei jedem einzelnen Punkt sagen, wie wollen wir es umsetzen? Wie wollen wir es konkret umsetzen? Da gibt es vielleicht noch einen letzten Satz, sonst wäre ich zu lang. Das Beispiel vorher, das wir hatten mit den Kaffeebechern to go. Ich glaube, da ist es leicht. Da ist es relativ leicht. Da können wir ein Verbot machen. Da können wir sagen, Mehrwegbecher, da geht's. Ja? Aber das ist nur ein ganz, ganz kleiner Schritt. Jetzt ist die Frage an die Vertreter der Gemeinwohlökonomie, wie könnte es praktisch gehen? Und die möchten jetzt an dieser Stelle auch zu diesen Fragen mal antworten. Ich arbeite ja im Bereich Landwirtschaft, bin Gärtner. Und dieses Thema Fleisch ist ein wunderbares Thema. Die einen sagen, delegieren es an die einzelnen Personen, machen denen ein schlechtes Gewissen, wenn man Fleisch isst. Und die anderen sagen, das müssen wir über Verbote regeln. Es ist ein hervorragendes Thema, wie Politik Rahmen setzt. Und die derzeitige Politik sieht so aus, und die Agrarpolitik ist ja jetzt noch mehr als andere Bereiche der Wirtschaft, die man dann über Steuern, über eine Umgestaltung des Steuersystems ändern könnte. In der Agrarpolitik findet ja wirklich Wirtschaftsförderung direkt statt. Unsere Bauern leben zu 50-80% von staatlichen Geldern. Das ist einfach so. Die leben eben leider nicht über ihr Einkommen am Markt, sondern über die Subvention. Das heißt, hier hätte der Staat, die Politik, Möglichkeiten regulierend einzugreifen.
Was passiert? Das Geld wird mit der Gießkanne übers Land verteilt und nicht an die Leistung gekoppelt, die der einzelne Betrieb für das Gemeinwohl erbringt, sondern an die Fläche gekoppelt. Das heißt, wer viel Fläche hat, der bekommt viel. Wer wenig Fläche hat, bekommt wenig. Völlig unabhängig, wie er oder sie wirtschaftet. Das heißt, große Betriebe werden begünstigt, kleine Betriebe werden benachteiligt. Das ist entgegen allen Sonntagsreden, die immer heißen, wir müssen die bäuerliche Landwirtschaft stützen. Es findet keine Flächenbindung statt. Das heißt, es ist möglich, ganz viel Tiere zu halten, völlig unabhängig von dem eigenen Grund, den die Betriebe haben. Man kauft das Futter schiffsladungsweise aus Südamerika zu, wo erstmal der Urwald abgeholzt wird, die Menschen vertrieben werden und das Klima geschädigt wird durch diesen Anbau von Soja, kommt das ganze Futter hierher, besteht die Möglichkeit, unabhängig welche landwirtschaftliche Fläche ich bewirtschafte, hier ganz viel Tiere auf engem Raum zu halten. Das lässt die Politik zu. Das heißt, wir lassen es zu, dass bei uns ohne die Flächenbindung ganz große Tierhaltungsbetriebe stattfinden. Deshalb nur ist überhaupt diese Riesenfleischproduktion möglich, sonst wäre sie gar nicht möglich. Mit allen Konsequenzen für die Gesundheit, für die Tiere selbst, für anschließend viel zu viel Dünger auf den Flächen, für Massenproduktion, die dann wiederum abgesetzt werden muss ins Ausland. Da werden dann die Hühnerknochen in dritte Weltländer, in andere Länder verkauft. Also diese Politik ist möglich über unser derzeitiges landwirtschaftliches Subventionssystem. Es wäre sofort zu ändern. Und hier hat auch die Landespolitik einen Einfluss, denn Agrarpolitik ist weitestgehend Ländersache. Okay, dann dazu nochmal. Also ich wollte es nur ein bisschen differenzieren. Weil wir haben ja in der europäischen Agrarpolitik zwei Säulen. Die erste Säule, das sind ungefähr 45 bis 48, Milliarden drin. Und in der sogenannten zweiten Säule ist ungefähr die Hälfte drin. Davon kommt ein Teil der Umwelt zugute, ein Teil der Förderung des ländlichen Raums. Also dieses Prinzip ist schon ein bisschen verwirklicht, viel zu wenig. Ich glaube, da sind sich alle hier einig, viel zu wenig verwirklicht. Wir haben tatsächlich auch die Situation, dass 70% der Transferzahlungen in Deutschland größeren Betrieben zugutekommen, obwohl wir eigentlich eine spezielle Förderung haben. Die sogenannten ersten, ich glaube, 40 Hektare kriegen mehr Prämie. Aber tatsächlich ist es so, natürlich wird ein Großteil nach Fläche ausgezahlt. Die Maria Neuchel, die für uns im Europaparlament sitzt, sagt immer, es ist total unsinnig, es wäre so, wie wenn man Kindergeld nach Größe des Kinderzimmers auszahlen würde. Also insofern haben Sie völlig recht, dass man das umgestalten muss. Man muss gesellschaftliche Leistungen stärker entlohnen, aber es ist zum Teil schon verwirklicht. Das wollte ich bloß sagen einfach. Und es ist wirklich wahnsinnig schwierig, dieses europäische Agrarsystem zu reformieren, weil wir so massive Lobbyinteressen da drin haben. Und es ist nicht bloß jetzt der Bauernverband, der da auftritt. Da könnte man ja noch sagen, mit dem Transparenzregister, mit dem Lobbyregister, mit der durchsetzungsfähigen Politik. Die Leute sitzen ja im Parlament. Bei uns im Bayerischen Landtag sitzen etliche Abgeordnete, die zugleich Funktionäre des Bauernverbandes sind. Und ich glaube, auf dieser Ebene muss man auch mal diskutieren über den Einfluss von Lobbys auf die Politik und wie die verhindern, dass eine gemeinwohlorientierte, ökologisch nachhaltige Politik gemacht wird. Aber das wäre doch parteienübergreifend eigentlich ein so dringendes Thema. Wieso tun sich da nicht alle Parteien zusammen und sagen, damit muss Schluss sein mit dieser Art von Lobbyismus? Aber wie denn? Das heißt, derjenige wird ja gewählt. Der wird ja gewählt. Ich meine überhaupt, also es ist ja jetzt dieser gewählte Lobbyist, ist jetzt ein Beispiel, aber der Lobbyismus, wie er in der EU betrieben wird. Aber was heißt das denn? Das hat ja vorher auch die Kollegin Schulze gesagt. Der Lobbyist an sich ist ja nicht schlecht. Nein, das ist ja klar. Ja, aber was bedeutet dann aufhören damit? Wenn auch der Bauernverband was anderes ist, wenn man drin sitzt, das muss man alles transparent machen. Aber wenn der Bauernverband
mit Herrn von Brunn spricht, dann ist das ja erstmal okay. Ja, dann spricht er nicht, aber mit uns spricht. Wenn er mit dir nicht spricht, dann spricht er mit uns. Das ist ja nicht schlecht, dann kann man auch mit anderen reden. Also insofern weiß ich nicht immer, was heißt, man muss damit Schluss machen. Es käme ja auf einen runden Tisch an, in dem also die Gewichtungen angemessen sind der wirklichen Problematik. Da wären die Verbraucher, die Umwelt, die Enkel. Sind ja alle da. Die sind alle in Europa da. Die wären alle gleichgewichtig vertreten. Also die sind in der Europäischen Union da, da hat jeder Zugang zum Parlament. Die Frage ist dann nachher, wie entscheidet der Parlamentarier und nach welchen Prinzipien? Und wenn er halt jetzt einer ist, der vom Bauernverband kommt, dann wird er eher dem Bauernverband zuhören als dem Verbraucherschutz. Aber es gibt natürlich auch viele Parlamentarier, die aus dem Verbraucherschutz kommen. Ja, das gibt es auch. Nee, es geht einfach weiter. Dann möchte kommst du nicht, ich habe dich schon im Blick. Ich hoffe, es wird nicht zu lange. Ich versuche es kurz zu machen, so rum vielleicht. Wenn ich das sage, liege ich immer falsch. Also es gibt schon Möglichkeiten. Unternehmensspenden an Parteien könnte man sich zum Beispiel überlegen, das gemeinsam zu verbieten. Ich habe gedacht, die Freien Wähler und wir, das wäre eine Möglichkeit, das zu machen. Also Unternehmensspenden an Parteien verbieten, Punkt. So, das machen viele nicht. Und es gibt natürlich schon eine Frage, also es gibt, in Brüssel gibt es, glaube ich, 57 Lobbyistinnen, Lobbyisten, die da irgendwie umherwandern. Also quasi Verbände. Ja. So, jetzt muss man überlegen, also wie oft reden denn welche Gruppen, welche Lobbyvereine mit wem? Das gibt schon Unterschied, ob ich quasi, also wie oft redet Angela Merkel mit dem Chef der Automobilindustrie oder wie oft redet er quasi mit einer Hartz-IV-Vertretung? So, das ist schon, deswegen kann man da schon überlegen, wie man zumindest Transparenz schafft. Und nochmal, es gibt noch ein zweites Beispiel, ich war bei Lobby Control gewesen, im Rundgang in Berlin, da war ein ganz konkretes Beispiel, weswegen man auch aufpassen muss, wie man quasi diese Zertifikate vergibt. Da gab es da gibt es ein ähnliches Prinzip, bei Autos soll entwickelt werden, quasi wie bei Kühlschränken, also rot, gelb, grün, je nachdem energieeffizient. Nun hat die deutsche Automobilwirtschaft, da ist ein ehemaliger CDU-Abgeordneter, der dann quasi dorthin gegangen ist, der wusste genau, wo er einschreiten muss, hat einen kleinen Teil des Gesetzes verändert, was das gesamte Prinzip über Bord geworfen hat. Die Idee war nämlich beim ursprünglichen Gesetz zu sagen, der Energieverbrauch geteilt durch die Anzahl der Personen, die in diesem Auto mitfahren können, also in diesem Gefährt mitfahren können. Das heißt natürlich, ein Bus verbraucht mehr, ne, kann aber auch mehr, deswegen ist da eher ein grünes Zeichen drauf als beim Twingo. Es gab eine kleine Veränderung, den Energieverbrauch durch den Hubraum. Durch die Kubikmeter. Und dann, ich kann es nicht genau sagen, wie es dann ausgegangen ist, aber ein Leopard 2 Panzer hat halt genauso viel verbraucht wie ein Twingo dadurch. Er hat genau das gleiche Zertifikat bekommen. So arbeiten Lobbyistinnen und Lobbyisten. Deswegen muss man da schon sehr genau aufpassen und muss einfach neben Transparenz, neben quasi die Unterscheidung, also dieser CDU-Abgeordnete, hat genau gewusst, wo er ansetzen musste, weil er natürlich direkt, nachdem er im Bundestag war, direkt in dahin gegangen ist. So, da muss man 3-4 Jahre Zeit haben, bevor er so ein Ding annimmt. Also solche Sachen, die halt eben tatsächlich in fast allen Parteien gang und gäbe sind. Das darf es nicht sein. Andrea Behm von der Gemeinwohl-Fokusgruppe möchte jetzt auch noch was dazu sagen. Unsere Absicht mit dem heutigen Abend war ja auch, dass wir unser Publikum ein bisschen ermächtigen, richtig zu entscheiden, wen sie von Ihnen auf dem Podium wählen werden am 14.10. Und eine wichtige Frage, die Gemeinwohlökonomie auch bewegt, sind die sogenannten Freihandelsabkommen, die ja direkt mit Handel, mit Globalisierung, auch mit Fragen der Demokratie im Übrigen zu tun haben. Und da haben fast alle Parteien, außer Gabriele Neff, jetzt muss ich Ihnen ganz tief in die Augen gucken, als FDP-Vertreterin gesagt, wenn wir in eine Koalition gehen würden mit der regierenden CSU, dann würden wir im Bundesrat zum CETA-Abkommen nicht dazustimmen. Das ist für uns sehr wichtig, weil die sogenannten Handelsabkommen für uns eine Ungleichgewichtung sind zwischen Verbraucher einerseits und Menschenrechte und Unternehmensmacht andererseits ist. Und deswegen wäre uns ganz wichtig, nochmal genau zu wissen, wie Sie zu diesen Handelsabkommen stehen. Vielleicht mag da jemand darauf antworten. Okay, das war jetzt eine weitere Frage. Vorher möchte ich aber doch, weil das jetzt sozusagen ein neues Fass aufmacht, noch die zweite Frage beantworten, die Sie vorhin gestellt haben. Und zwar, weil das auch der Abschluss wäre für die vorherige Runde. Sie haben ja gefragt,
Ist das nicht ein schöner Konsens in der Machtlosigkeit, ohne Regierungszwang, ohne Mehrheit? Und haben ja auch ein bisschen die drei Parteien angesprochen, die zwar beherzte Gedanken und radikalere Gedanken und haben, aber eben ihnen die Mehrheit fehlt und natürlich auch immer wieder an dem Punkt scheitern, wo eben diese Mehrheit so schwer zu mobilisieren ist für eine wachstumskritische, für ein anderes, für ein engagiertes Leben, wo man den ethischen Welthandel auch im Blick hat, wo man ganz grundsätzlich an andere Formen des Wirtschaftens und der Mäßigung denkt. Deswegen am Schluss dieser Runde nochmal an die Sie drei war ja diese Frage gerichtet, Sie vier, die Sie ein beherzteres Programm haben. Wie leben Sie damit, dass es so schwer ist, dafür so zu begeistern, dass man da weiterkommt? Also ich erlebe das nicht. Wir haben 10 Bürgermeister, die jeden Tag ihre Aufgaben machen. Wir haben 400 Kommunalmandatsträger, die das tun und einen Europaabgeordneten, der sich Tag und Nacht dafür aufarbeitet. Also es ist jetzt nicht damit verbunden, dass wenn man in einem Parlament sieht, dass man dann wirkungslos ist. Das hat die ÖDP auch mit Volksentscheiden immer wieder auch bewiesen. Und wenn ich was kann, dann ist es, glaube ich, Leute begeistern und Mehrheiten verschaffen. Also ich glaube, dass im Landtag könnte die ÖDP das Zünglein an der Waage sein und ein ganz spannender neuer Player auf dem Schachbrett. Deswegen wollen wir da rein. Denn Rot-Grün hat die letzten 20 Jahre immer 29% erreicht. Das heißt, da kommen wir nicht raus, da kommen wir nicht weiter. Das hat sich dann immer zwischen SPD und Grüne hin und her geschoben. Auch dieses Mal sind wir bei den Umfragewerten bei 29%. Das heißt, wenn man was erreichen will, muss man jetzt neue Player mit reinnehmen, wenn man die CSU tatsächlich ablösen will. Ich kann jetzt sagen, dass die letzte Umfrage, da hatten wir quasi, als wir drin waren, hatten wir eine Mehrheit gegen AfD und CSU, aber mir geht es tatsächlich nicht so um Parlamentarismus. Also zum einen geht es mir darum, dass ich versuche mit dieser Partei, die ja quasi auch kein Selbstzweck ist, etwas nach links zu drehen. So. Und da bin ich, glaube ich, bei der Gemeinwohlökonomie durchaus. So. Ich glaube sogar, jetzt bin ich jetzt vielleicht so radikal, würde sagen, es geht noch weiter und es geht eben nicht allein in der Marktwirtschaft, aber die Partei Die Linke, und deswegen kritisiere ich da die SPD und die Grüne, die haben einfach, die sind nicht mehr Teil derjenigen, die das sozusagen in die Richtung, in die soziale Richtung verändern. So. Deswegen bin ich in der Partei. Und ich weiß, dass ich in Bayern der großen Minderheit bin, aber ich habe Vorbilder, die quasi alleine waren, wie Karl Liebknecht, als er 1914 gegen die Kriegskredite gestimmt hat. Ich finde, du musst in der Sekunde diese Entscheidung treffen und musst im Zweifelsfall auch dich quasi von denjenigen lösen, die in die falsche Richtung gehen. Das halte ich für extrem notwendig. Und ich glaube, dass sozusagen der Versuch, den wir gerade als Partei auch in Bayern so ein bisschen schaffen, ist quasi wirklich außerparlamentarischen Opposition tatsächlich mit anderen gemeinsam eine Bewegung zu schaffen, die es in Bayern tatsächlich seit Jahren und Jahrzehnten nicht gab. So, wir sind nicht die Einzigen, aber wir sind ein Teil derjenigen, die quasi ein Pflegevolksbegehren in Gang gesetzt haben. Wir sind ein Teil derjenigen, die das Polizeiaufgabengesetz quasi versuchen wieder abzuschaffen. Wir waren ein Teil derjenigen, die Studiengebühren abgeschafft haben. Es gibt quasi eine andere Konstellation und mit der müssen wir kämpfen. So. Und ich denke, dass wir deswegen als Partei schon durchaus eine Wichtigkeit haben. Als neue, junge Partei. Jo, als neue, junge Partei konnten wir ja noch gar nicht beweisen, dass wir irgendwas bewegen können. Uns gibt es seit einem Jahr. Aber ich möchte auf das Thema Zersplitterung noch mal kurz eingehen. Also ich sehe da keine großartige Zersplitterung, weil wenn man sich auch mal die Programme anguckt, gibt es da ja durchaus Unterschiede und die haben alle ihre Berechtigung. Und auch wenn da verschiedene Namen drüber stehen, heißt es ja nicht, dass man gemeinsam etwas bewegen, etwas verändern kann. Und dafür treten wir alle an, ob wir jetzt im Parlament sind oder nicht. Und wenn wir es schaffen, ein Stück weit gesellschaftliche Veränderung zu erreichen, ein Stück weit so ein Thema wie Gemeinwohlökonomie vorwärts zu bringen, dann haben wir alle was erreicht. Und ob da hinterher ein roter, ein violetter oder irgendein anderer Stempel drauf ist, ist mir am Ende des Tages auch egal. Da kann ich problemlos mit leben. Ich würde dann gerne, weil die Zeit wirklich voranschreitet und wir schon im Halbjahr enden möchten, diese Frage nach dem Freihandelsabkommen nochmal an alle stellen. Und gleich koppeln mit der Schlussfrage, die wir eigentlich haben, möchten Sie das Gemeinwohl in der Wirtschaft fördern aus Ihrem Blick? Weil die Freihandelsabkommen sind ja auch sozusagen das neoliberale Kontrastprogramm zu einer gemeinwohlorientierten
ja auch dann regionalisierten Wirtschaft, die ja auch eine gemäßigtere dann sein wird. Wenn Sie vielleicht in dieser Schlussrunde dann auf die Freihandelsfrage antworten und auch auf diese Schlussfrage, wie gedenken Sie das Gemeinwohl zu fördern in der Wirtschaft? Dann fangen wir jetzt mal hinten an, weil Sie jetzt gerade zu Wort waren. Ja, wir haben uns als Freie Wähler schon intensiv damals gegen TTIP ausgesprochen und auch gegen CETA, waren auch bei den entsprechenden Bündnissen mit dabei. Das heißt, ich möchte nicht sagen, dass Handelsabkommen an sich was Schlechtes sein müssen, sondern es ist auch ganz, man kann da auch Gutes vereinbaren. Ich glaube sogar, sie sind notwendig, um auch, wenn man gerade vor dem Hintergrund von Gemeinwohlökonomie gelingt es nur, wenn man Dinge gemeinsam macht und verschiedene Länder auch miteinander. Sondern es geht dann ganz konkret um das, was in den Abkommen steht. Und die haben wir zutiefst abgelehnt. Erstens ging es um die Schiedsgerichtsklauseln, die ich für undemokratisch halte. Und dann ging es auch um viele Bedingungen, die Ungleichheit noch verschärft haben. Insofern steht das auch. Es ist so, bei CETA ist vieles nachverhandelt worden auch, aber das reicht uns nicht. Und da stehen wir auch und das gehört, das steht auch in unserem Wahlprogramm und das gehört schon zu einem Kern dessen, was wir auch durchsetzen möchten. Bei der Gemeinwohlökonomie insgesamt glaube ich, dass der, je nachdem wie man es nennen will, Überbau oder Unterbau, wenn Sie sich die ganzen Prinzipien, ich habe sie mir heute noch mal genau angeschaut, die kann man alle unterschreiben, die sind alle sehr, sehr wertvoll und für mich ist da der Begriff eigentlich der Nachhaltigkeit derjenige, um den sich sehr, sehr viel dreht und eigentlich alles dreht. Und das ist es auch, worüber wir auch diskutiert haben, auch damals gemeinsam mit Ihnen. Es geht schon darum, immer diese Überlegung, das mag jetzt sehr, sehr platt klingen, wie man unseren Nachkommen, Kindern und Enkeln die Welt überlässt. Ja, es ist wirklich für uns alle nur geliehen. Nur ich glaube, Ich finde es immer sehr, sehr spannend, deshalb freue ich mich und gerade über so einen Abend, wo viele da sind, die auch, glaube ich, sehr, sehr mutige und radikale Ideen und Forderungen haben, weil die sind auch notwendig, um Politik und uns alle zu drängen, ja, zu drängen, weil wir sind vielleicht auch selbstkritisch, natürlich, ich habe vorher über den Kompromiss geredet und den muss man suchen, aber Kompromisse verwässern natürlich immer. Und wenn man dann, und das sind jetzt weniger die Freien Wähler, aber hier gibt es natürlich viele Parteien, sowohl die CSU jetzt nicht, die ist nicht da, aber sowohl die FDP als auch die Grünen, die SPD, die natürlich schon in Regierungsverantwortung waren und deshalb auch das Leid des Kompromisses kennen. Und dann ist es ganz gut, in solche Diskussionen einzusteigen. Ich bleibe aber trotzdem bei meinem Anfangsplädoyer auch. Ich glaube, es sind die vielen, vielen kleinen Schritte, die man dann auch in der Politik umsetzen will. Da könnte ich Ihnen jetzt noch viele nennen, sind einige im Programm drin, aber ich soll schnell machen. Also ich war immer in der SPD ein Kritiker von CETA, ja, wie die Partei dann die Entscheidung getroffen hat, das ist ja bekannt letztendlich. Insofern würde ich diese Frage auch in Ihrem Sinne beantworten. Ich möchte aber eins mal sagen, was mir an dem CETA-Prozess nicht gefällt, ist, dass der als Misserfolgsgeschichte dieser breiten Bewegung gegen CETA interpretiert wird. Weil ich glaube, es ist eine Erfolgsgeschichte des Protestes von CETA und das sollten wir auch so verstehen. Dass es nämlich Umweltverbände, die Zivilgesellschaft, der Protest der Menschen geschafft hat, dieses Abkommen extrem zu verändern. Ja, das ist ein Erfolg und das sollten wir auch, damit kann man Menschen auch ermutigen, sich, glaube ich, in der Zivilgesellschaft zu engagieren. Das CETA-Abkommen, das am Anfang dieses Prozesses stand, ist ein ganz anderes als das, das jetzt am Schluss sozusagen übrig geblieben ist. Und deswegen, ich plädiere da wirklich dann für diesen Blick auch drauf, damit wir uns nicht selber immer den Mut nehmen und sagen, man kann in dieser Welt eigentlich nichts verändern. Was die Frage angeht, was wir an unserer Wirtschaft verändern müssen, ich denke, wenn wir auch unter dem Aspekt des Klimaschutzes Erfolg haben müssen, würde ich sagen, das Erste, was wir machen müssen, ist, ein Gemeingut wieder einzuführen und stärker auszubauen, also was heißt wieder einzuführen, viel stärker auszubauen, den öffentlichen Verkehr,
Wir wollen auch wir haben auch das Ziel des kostenfreien öffentlichen Nahverkehrs. Und meine persönliche Vorstellung ist, Klimaschutz ist eine Jahrhundertaufgabe, vielleicht sogar noch mehr, dass man hier sagen kann, aus diesem Grund erheben wir eine Vermögensabgabe in Deutschland für sehr, sehr hohe Vermögen, um den Ausbau des öffentlichen Verkehrs zu finanzieren. Und der zweite Punkt, den ich nennen will, ist, wir müssen schaffen, dass wir unsere Städten und Gemeinden wieder einen Zugriff ermöglichen, und zwar einen Zugriff, der entscheidend ist, auf den Bodenmarkt. Das heißt, wir müssen die Städte und Gemeinden mit den Möglichkeiten ausstatten. Wir könnten zum Beispiel in Bayern darüber reden, ob wir nicht einen Fonds auflegen in Höhe von 1 Milliarde oder mehr, mit dem Städte und Gemeinden Grund und Boden kaufen können, zum Beispiel Vorkaufsrechte ausüben können. Weil wir brauchen, glaube ich, einfach gemeinwirtschaftliche Züge. Wir brauchen kommunale Wohnungsbauunternehmen. München hat jetzt zum Beispiel 62.000 Wohnungen. Wien hat natürlich viel mehr. In diese Richtung müssen wir gehen. Das wäre für mich ein ganz konkreter Weg, wie wir mehr Gemeinwohl wieder in den Wirtschaftskreislauf bringen. Also ich kann Sie bestätigen, natürlich unterstützen wir CETA, wir werden daran nicht, ich meine, es hat sich ja auch verändert. Natürlich? Ja. Wieso natürlich? Ja, weil das ist klar, sie hat es ja richtig interpretiert, dass wir dazu stehen. Ich finde es gut, dass sich ein Stück weit was geändert hat, aber ich werde mich auch hier vor diesen Menschen nicht verbiegen und werde auch dazu stehen, was wir im Programm stehen haben. Da stehe ich auch dazu. Und mein Thema ist ökologische Nachhaltigkeit. Ich will tatsächlich einen ÖPNV, der attraktiv ist, sodass die Menschen auch wirklich von der Attraktivität überzeugt sind und dann mal von den Autos wegkommen, weil ich jeden Tag einen Vogel kriege. Also ich fahre jetzt schon nicht mehr Auto, aber ich kriege einen Vogel, wenn ich mir das alles anschaue. Und in jedem Auto sitzt einer drin und die Autos werden immer größer, nehmen uns immer mehr Platz weg. Die Leute fahren mit den SUVs. Ich will das auch nicht verbieten, aber Ich will es nicht verbieten. Ich will die Alternativen bieten. Ich will die Alternativen bieten und die Menschen in ihrer Intelligenz fördern, dass sie wissen, dass wir nur eine Erde haben. Und das wird mein großes Ziel sein, damit dran zu arbeiten. Okay, zu dem Thema Freihandelsabkommen ganz kurz. Ich denke, wenn man das betrachtet, stehen zu sehr die großen Konzerne im Vordergrund und es ist zu wenig Transparenz im ganzen System. Und das ist das, was mich eigentlich daran stört, weil so aus meiner Erfahrung des Wirtschaftens, da wo lokale verwurzelte Akteure tätig sind, da wo Unternehmen tätig sind, die jetzt Inhaber geführt sind, die langfristig planen, da kann besseres Wirtschaften stattfinden. Und typischerweise da, wo kurzfristige Interessen an Gewinnmaximierung da sind, da scheitert die Gemeinwohlökonomie. Und deswegen, glaube ich, müssen wir diese kleinen Strukturen einfach stärken und fördern. Zu dem Beispiel, weil jeder jetzt über das Thema Verkehr gesprochen hat, vielleicht auch noch einen Satz, ist ja ganz wichtig bei uns, wenn wir in München zum Beispiel für den Autoverkehr in Form von dem Luise-Kieselbach-Tunnel, da wohne ich um die Ecke, 400 Millionen ausgeben und da schafft es noch nicht mal den zusätzlichen Verkehr, der in der Bauzeit entstanden ist, abzuleiten und gleichzeitig für den Fahrradverkehr in München, ich glaube 20 Cent pro Einwohner ausgeben im Jahr, dann haben wir dann ein Missverhältnis und das können wir ganz einfach ändern und das müssen wir ändern. Ja, also wir waren und sind gegen TTIP, CETA, TISA, auch gegen die in Japan und mit Japan ausgehandelten und mit den afrikanischen Ländern ausgehandelten Freihandelsabkommen, also ausgehandelt bei den afrikanischen Ländern, weil es tatsächlich aufgedrückt wurde. Das zum einen. Zum zweiten, ich habe jetzt das versucht, mal zu konzentrieren, was jetzt sozusagen bei Gemeinwohlökonomie die Punkte sind, die, glaube ich, relevant sind. Für mich ist das Erste, viel der privaten Sachen, die meines Erachtens nicht in privater Hand sein sollte, in öffentliches, kommunales, genossenschaftliches Eigentum zu überführen. Da geht es für mich um Boden, da geht es für mich um Wohnen, da geht es für mich um Bildung, da ist es noch einigermaßen in Ordnung, aber auch bei Bildung geht es darum. Da geht es für mich um Gesundheit und Pflege, wo ich einfach davon ausgehe, dass das wirklich in öffentlicher und genossenschaftlicher Hand einfach besser funktioniert und tatsächlich dann eben nicht nur Gemeinwohlökonomie, sondern eben Gemeineigentum ist und die Leute darüber direkt entscheiden können. So, jemand, der in der genossenschaftlichen Wohnung wohnt, der wird nicht versuchen, seine Wohnung teurer werden zu lassen, weil es einfach seinem Interesse widerspricht. Das ist Punkt 1. Punkt 2,
denke ich, dass wir dort ansetzen können, tatsächlich auch mit Steuern, wo man sagt, das kann nicht sein. Also wenn ich quasi, man kann sich auch vorstellen, wenn etwas nicht Fairtrade ist und Fairtrade ist, das quasi anders anzugehen. Das ist ein langer Kampf, ist auch schwierig, aber das sozusagen im Internationalen, das geht aber vor allem auch im Kommunalen eben bei kommunale Wirtschaftskreisläufe, regionale Wirtschaftskreisläufe zu fördern, dass man die quasi auch steuerlich fördert. Das ist Punkt 2. Und Punkt 3, das ist sozusagen das, was beim Individuum ansetzt. Ich bin nicht dagegen, ich habe einen Fairphone, super, ich kann es mir leisten, aber dass man eben dort eben auch gescheite Maßnahmen trifft, damit die Leute wissen, was sie kaufen. Da bin ich durchaus dafür. Ich glaube eben nicht, dass es andersrum geht, dass es nur damit geht, aber eben diese drei Punkte vielleicht in aller Kürze, wo ich glaube, dass eben der Gemeinwohlökonomie oder dem Gedanken der Gemeinwohlökonomie quasi dienlich, dass der dienlich wäre. Ich glaube nur, und das ist, deswegen habe ich immer so ein bisschen Sorge, ich glaube halt, diese Gemeinwohlökonomie ist nicht einfach eine Regel, die sie einführen, sondern das ist tatsächlich ein Kampf. So, das ist ein Kampf gegen welche, die andere Interessen haben, die genau das nicht wollen. Und diesen Kampf müssen wir führen und da müssen wir Mehrheiten organisieren, auch wenn es schwer fällt. Vielen, vielen Dank. Also wir Grüne sind bei dem Thema TTIP und CETA sehr klar. Also wir sind jetzt nicht gegen Freihandel per se, sondern wir müssen gucken, wie wir ihn ausgestalten. Er muss gerecht, nachhaltig und eben fair sein und er muss vor allem auch demokratisch sein. Und darum waren wir auch Mitglied in den ganzen Bündnissen und haben es auch ganz klar im Wahlprogramm drinstehen, in unserem 100-seitigen. Also ich glaube, damit ist es sozusagen klar und auch für die Wählerinnen und Wähler ersichtlich. Zum zweiten Punkt, da hatten Sie so eine schöne Auflistung, was wir alles im Bereich Gemeinwohlökonomie im Bayerischen Landtag machen wollen. Darum wollte ich jetzt diese ganze Liste nicht nochmal wiederholen. Ich wollte einen weiteren Aspekt noch aufmachen. Ich glaube, es ist auch elementar wichtig, dass wir in die Bildung reingehen, dass wir mehr Umweltbildung anbieten, dass wir mehr darüber auch mit Kindern und Jugendlichen und mit der außerschulischen Erwachsenenbildung genau über diese Themen nach dem Motto, okay, wie sieht denn ein gutes Wirtschaften aus? Ja? Also, dass ich auch in den Hochschulen und in den Schulen dort überall, wo auch über Wirtschaft diskutiert und geredet und vermittelt wird, dass dort Aspekte von Gemeinwohlorientierung ebenfalls mit draufkommen. Weil nur wenn ich das nämlich nicht weiß, wenn ich mich damit nicht beschäftige, wenn ich mir nicht die Zeit nehme, wenn ich heute Abend hier nicht herkomme, dann weiß ich ja oft davon gar nichts, was Gemeinwohlökonomie für uns alle ja auch an guten Auswirkungen hat. Und darum, glaube ich, würde ich neben diesen Hard Facts, die Sie auf dem schönen Chart da oben hatten, nochmal sagen, dass wir Grüne natürlich auch im Bereich Bildung nochmal massiv investieren und reingehen würden, um bei diesem Thema weiter voranzukommen. Ja, die Position der ÖDP zu den Freihandelsabkommen ist, glaube ich, ziemlich klar. Wir haben das immer abgelehnt, haben auch war eine Bündnisstruktur. Aber neben CETA, das ist schon ein erster Dammbruch, das ist eben noch nicht so gut verhandelt, als dass man da zufrieden sein könnte, sondern wir haben mit der Schiedsgerichtsbarkeit haben wir Dammbrüche, die wir hier erleben. Aber viel größere Sorgen macht mir das Handelsabkommen mit Afrika. Wir werden da die Landwirtschaft zerstören und das wird auf uns zurückfallen. Also das ist das ganz große Thema für mich. Wir werden Millionen von Menschen werden wir obdachlos machen, verslammen und wo die dann landen, ist klar. Also das ist eigentlich das Thema, wo ich mich reinbegeben will, nachdem wir hoffentlich erfolgreich jetzt am kommenden Montag das Volksbegehren Rettet die Bienen einreichen und dann hoffentlich in Bayern wenigstens eine Trendwende zur Landwirtschaft bekommt. Also anfangen bei den Lebensgrundlagen, das finde ich ganz wichtig. Ja. Ich möchte mich einfach herzlich bedanken für diese politische Leidenschaft, die hier im Raum war. Ich finde es einfach toll. Es war ein Abend gegen Politikverdrossenheit. Es war auch wirkliches Gespräch. Und ich glaube wirklich, dass jeder was mitgenommen hat und dass wir uns mit Würde alle begegnet sind. Vielen, vielen Dank. Auch von meiner Seite zunächst mal ganz herzlichen Dank hier an die Runde. Und ich habe auch den Eindruck, das war zumindest mal ein Gespräch und nicht das übliche Hickhack, was man oft erlebt. Und auch an das Publikum, das sich daran eifrig beteiligt hat. Ich stelle fest, ich nehme mit, die Grundgedanken, Gemeinwohl in die Wirtschaft zu bringen, ist in diesem Kreis doch mehr oder weniger wirklich gut angekommen, implementiert. Das ist wirklich offensichtlich ein Anliegen. Wie
Da sind natürlich nun sehr viele Fragen heute Abend, glaube ich, offen geblieben. Und was wir natürlich jetzt heute auch nicht so gemacht haben, dass wir von der Gemeinwohlökonomie von unserer Seite unsere Vorschläge dazu eingebracht haben. Aber Andrea Behm hatte es ja eben dargelegt. Wir haben hier aktive Gruppen vor Ort. Wir haben eine Regionalgruppe in München. Wir haben Veranstaltungen. Also die Einladung an Sie alle: Kommen Sie zu diesen Veranstaltungen, informieren Sie sich, wenn Sie da mehr interessiert sind. Und das Angebot auch an diese Runde: Bei manchen waren wir ja schon hier auch da in der Fraktion, sogar bei den Freien Wählern, und haben unsere Anliegen vorgestellt und das Modell der Gemeinwohlökonomie. Also wir sind bereit, auch noch mehr positiv und konstruktiv beizutragen, wie unserer Ansicht nach ein wirklicher Wertewandel in der Wirtschaft stattfinden könnte. Jetzt aber noch mal als Dank, du machst das ja, schön. Also Sie haben sich viel Zeit genommen und sind den Gedanken offen, und deshalb haben wir für alle Teilnehmer dieser Runde ein Buch von Christian Felber zum ethischen Welthandel. Das ist jetzt also das, sagen wir mal, politischste Buch zum Thema Gemeinwohlökonomie. Und dann möchte ich mich aber natürlich vor allen Dingen bedanken. Bitte auch mit einem Buch. Nein. Ich habe es zwar schon gelesen, aber ich verschenke es so gerne. Ach so. Ja. Nein, Renate, nein, ich habe es ja auch zu Hause. Wie das so ist bei den Damen, bring doch mal her. Ach so, okay. Ja, natürlich. Natürlich. Ach, danke. Mit einem Blumenstrauß für die Moderation. Vielen, vielen sind Dank. Natürlich Blumen von einer Biogärtnerei, ja, ist ja klar. Und genauso Andrea, an dich als Mitkoordinatorin der Fokusgruppe Politik hier wirklich den Großteil der Vorbereitung und der Gestaltung übernommen hattest. Und das hat sehr zum Erfolg des Abends beigetragen, wie auch die Unterstützung und Mitgestaltung aller anderen. Danke sehr.